Das Licht der Welt war in Tibet, China und Indien für lange Zeit. Dann wurde es nach Südamerika verschoben. Südamerika wird das neue Tibet dieser Welt sein, nicht der gesamte Kontinent. Es wird eigentlich ein Zentrum im Gebiet von Chile haben, aber sich über große Teile Südamerikas ausstrecken. We've, from what the indigenous people from all over the world, not just ones that we're familiar with. Die indigenen Menschen überall auf der Welt haben eine Übereinkunft, dass wir in eine einzigartige und unvergleichliche Zeit der Weltgeschichte eingetreten sind. Es ist eine Zeit, in der wir im Begriff sind, von einer Art des Seins zu einer komplett anderen überzugehen. Wir können es jetzt nicht sehen, können es aber spüren. We can't see that right now. I mean, we can hint at it, we can feel. Wir nehmen die umfassende Veränderung um uns herum wahr, aber die Art und Weise der kommenden Veränderungen wird viel überraschender sein. Weil sie diesmal von einer anderen Natur sein wird. Die Natur der Dinge, die wir gewohnt sind, wird sich auflösen auf eine unangenehme Art und neue Wege werden sie gleichzeitig ersetzen. Und sie werden sehr erfrischend sein, weil sie liebend, gutmütig und einfach sein werden. Auf eine Weise, wie eine Mutter mit ihrem Kind umgeht. Das Konzept, das wir von Star Wars her kennen, dass das Universum sich im Kampf befindet, wird sich als unwahr herausstellen. Eigentlich ist das Universum ein lebendes Wesen. Es ist bewusst und sehr alt. Es sorgt sich um sich auf vielerlei Arten. Die Idee von Star Wars ist in Wirklichkeit die mentale Angst der Menschen. Really a mental fear of humans. Tatsächlich unternimmt das Universum alles Mögliche, um einander zu helfen, und wir treten in eine Zeit ein, in der das offensichtlich wird. Wenn es aussichtslos aussieht, werden wir Unterstützung bekommen. Wenn es keinen Ausweg zu geben scheint, werden wir einen Ausweg finden, das Licht sehen und durchgehen. Es ist die Zeit der großen Hoffnung, die wir jetzt beginnen. Die Mayas im Speziellen nannten es die Endzeit, weil es das Ende eines langen Zyklus ist. Ein neuer Zyklus beginnt. Es ist nicht so, dass alles zu Ende geht, sondern es ist ein Zykluswechsel. Es hängt davon ab, über welchen Teil des Zyklus die Maya sprechen. Wenn sie über den alten Teil des Zyklus, mit dem wir vertraut sind, sprechen, wie das Bankensystem, die Regierungen, die Religionen und all diese Dinge, das wird extrem instabil werden. Und wenn sie richtig liegen, wird es komplett auseinanderbrechen und sich auflösen. Aber anstelle davon ist eine komplett neue Art des Seins. Eine Art, die wir auf der Erde seit Tausenden von Jahren nicht mehr gesehen haben. Die Angst geht weg. Wir sind dabei, die Polarität zu verlassen, die Konzepte von Gut und Böse, die gesamte Struktur der Bedeutung von Gut und Böse, die viel komplexer ist, wenn man sich das anschaut, unabhängig davon, welche Polarität man wahrnimmt. Es gibt immer eine dritte. Es ist kalt, heiß und warm, oben, unten und Mitte. Sonne, Erde und Mond, Mann, Frau und Kind, immer wieder. Zeit ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Raum hat drei Bezugsachsen. Das sind alles Funktionsweisen, wie wir eine einzige Realität interpretieren. Diese Realität wird sich nicht ändern, aber unser Bewusstsein wird sich ändern. Und wenn es das tut, dann werden wir das verwerfen und wir werden das alles nicht mehr sehen.
Stattdessen werden wir die Einheit des gesamten Lebens sehen und die Wahrnehmung. Wenn die Wahrnehmung sich ändert, wird sie alles ändern. Die gesamten Bedürfnisse und Mangel. Die Dinge wie, ich kann das nicht schaffen und dass wir uns heilen müssen. All das wird weggehen, einfach zu Ende sein. Dann realisieren wir, dass das gesamte Universum ein lebendiges Wesen ist und es nur einen Geist gibt, der durch alles dringt und ein Bewusstsein ist. Ein neuer Weg der Wahrnehmung des Lebens und wir werden es erfahren können. Jetzt, gerade in 2008, scheint das unmöglich zu sein. 2008, it just seems can't be. Die Welt ist verrückt. Wir haben überall Kriege und versuchen einander zu töten. Und das Finanzsystem bricht auseinander und so weiter. Aber das ist nicht, was die Nachfahren der alten Zivilisationen auf diesem Planeten sagen. Sie sagen, dass wir endlich in diese Zeit eingetreten sind und wir werden etwas völlig Neues sehen, was eigentlich sehr alt ist. Es ist nicht so, dass es eine Mission gibt. Es ist nicht so, dass man etwas tun muss. Es dreht sich um Transformation. Es ist die Vibration. Es bedeutet zu sein, anstatt zu tun. Etwas zu tun oder etwas tun müssen, etwas erreichen, ist ein Teil des Polaritätsbewusstseins. Wir werden bald in ein anderes Stadium eingehen. Eigentlich sind wir schon dort. Es ist immer noch ein Kind und es wächst immer noch. Aber das gesamte Konzept von etwas tun müssen, um etwas zu erreichen oder etwas zu brauchen, weil man fühlt, dass es fehlt, wird einfach überholt sein und wird nicht mehr in uns eindringen, weil wir die Fähigkeit haben werden, alles Mögliche augenblicklich zu erreichen. We will have the ability to achieve anything instantly. Der Maya-Kalender ist der genaueste, der jemals auf der Erde entdeckt wurde. Die Menschheit fragt sich, wie ein alter Volksstamm, die Maya, so präzise Informationen bringen können. Präziser als der moderne Mensch mit seiner ganzen Technologie. Die Menschheit schaut nun zu den Mayas, um zu verstehen, was, wie im Maya-Kalender hervorgehoben, am 21.12.2012 passieren wird. Die Mayas selbst geben uns jetzt erstmals die Antwort. Diese kommt von dem Präsident des höchsten Maya-Rats, der Ältesten von Guatemala, der alle 440 Stämme des Maya-Volks aus Mexiko, Belize, Honduras und Guatemala vertritt. Er heißt Don Alejandro Cerrillo Perez. Heute werde ich in die Sprache der modernen Welt übersetzen, was die Maya über 2012 zu sagen haben. Der Maya-Rat der Ältesten gab mir die Ehre und die Erlaubnis dazu. Die Mayas möchten dich informieren, dass die Welt, die du kennst und in der du jetzt lebst, nicht das ist, was du denkst, dass sie sei. Wir modernen Leute glauben, dass die Welt fest und real ist und dass es nichts gibt, das sie ändern könnte, dass sie fix ist und bis in alle Ewigkeit mit oder auch ohne unsere Präsenz auf Erden weitergeht. Die Mayas möchten dich informieren, dass das nicht stimmt. Die Welt besteht aus wirklichen Bildern, die vom Bewusstsein aus kontrolliert werden können. Sie sprechen von einem speziellen Bewusstsein, das direkt mit dem menschlichen Herzen verbunden ist. Du bist dabei, in eine Welt des Seins einzutreten, die von der alten Welt kommt. Die moderne Welt hat nahezu keine Ahnung, worüber wir hier reden werden. Eigentlich weiß sie gar nicht, dass da etwas anderes existiert. Die alte Art des Seins ist es, was die moderne Welt zu dieser Zeit der Geschichte braucht. Aber vielleicht weißt du es noch nicht. Der Menschheit geht es wie einem Schmetterling. Momente bevor er aus seinem Kokon herauskommt, ist alles, was er weiß, dabei, sich zu verändern. Dabei tritt für ihn eine total neue Welt hervor.
Hello, my name is Drumvalo Melchizedek. Du magst dich vielleicht wundern, warum ein weißer Mann hier steht und von den Mayas autorisiert wurde, für sie zu sprechen. Das braucht eine Erklärung. Dazu muss ich dir ein wenig aus meinem Leben erzählen. Und indem ich das tue, werden sie verstehen, warum ich hier stehe. Wie die meisten Menschen mit 20 wollte ich auch in diesem Alter wissen, warum ich hier auf der Erde bin. Und was das Leben überhaupt ist, was dieser Planet mit all den Sternen und der Sonne eigentlich ist. Warum sind wir hier? Was geht da wirklich vor sich? Diese Fragen wurden für mich so wichtig, dass ich zu studieren anfing. Meine ersten Studien begannen im College. Ich wählte Mathematik und Physik als meine Fächer aus. Nicht, weil ich ein Physiker werden oder damit viel verdienen wollte, das war nicht das Wichtigste. Ich dachte, die Physiker und Mathematiker müssen doch wissen, was die Sterne und Planeten sind. So studierte ich hier einige Jahre und kam schließlich zu dem Schluss, das ist eigentlich nicht mehr Wissen, als ich weiß. Also schwenkte ich von der linken Gehirnhälfte zur rechten und begann Kunst zu studieren. Das studierte ich weitere 2 Jahre, es half mir wirklich. Ich ging durch 20.000 Jahre Geschichte der Malkunst, von der Höhlenmalerei zur modernen. Langsam begann ich die Ansätze der weiblichen Seite des Gehirns bezüglich meiner Fragen nach dem Sinn des Lebens zu erahnen. Im College begann ich dann, Meditation zu studieren. Ich begann mit den Hindus und deren Mantren. Ich hatte einen hinduistischen Lehrer, der mich in deren Lehre einführte, die ich sehr ernst nahm. Eines Tages, als ich in tiefer Meditation war, erschien in dem Raum, in dem ich war, ein Phänomen. Etwas, das ich nicht erwartet hatte und um das ich nicht gebeten hatte. Es passierte einfach. 2 Sphären aus Licht, ungefähr 40 cm im Durchmesser erschienen, gingen rund um mich und blieben beiderseits vor mir stehen. Sie waren aus brillantem, hellem Licht. Eine in einem schönen Ultraviolett, die andere in einem strahlenden Grün. Ich wusste nicht, was das ist. 2 Lichtkugeln standen da in meinem Zimmer. Dann hörte ich in meinem Kopf telepathisch diese Worte: Wir sind nicht getrennt von dir, wir sind du auf einer anderen Ebene der Existenz. Ich wusste nicht, was das bedeutete, aber sie begannen mich bei der Erkundung des Daseins des Lebens zu führen. In meiner Interaktion mit diesen 2 Lichtkugeln wurde ich von ihnen zu über 70 spirituellen Lehrern der ganzen Welt geführt und studierte beinahe jede Form der spirituellen Meditation auf dem Planeten. Aber zur selben Zeit lenkten mich die 2 Sphären in die indigene Welt, um zu beginnen, deren alte Wege zu verstehen. Diese 2 Engel oder die Sphären aus Licht, die eigentlich aus ihrer Sicht gesehen Engel sind, führten mich dann in die Welt der indigenen Völker ein. Das war der Moment, in dem ich zu den Mayas kam. Sie führten mich zu einem Stamm in New Mexico, die Taos oder Taos Pueblo, bei denen ich 14 Jahre lang lebte. Einer meiner Lehrer dort war Talas Good Morning. Er ist schon verstorben. Er war der Leiter der Peyote Church der ganzen USA. Er hat mich angenommen und begann mich zu lehren. Auch andere Mitglieder der Taos Pueblo lehrten mich. Einer war der aktuelle spirituelle Führer des Taos-Stammes, der Häuptling der Taos Pueblo. Er lehrte mich sein Wissen über Kristalle und Fetische und darüber, wie man die äußere Realität verstehen und ändern kann durch den Gebrauch von Kristallen und Fetischen.
Ein Fetisch ist ein Stein, der in einer Form geschnitzt ist. Wenn du weißt, wie man sie anwendet, kannst du damit sogar dein Leben ändern, wie es niemand jemals glauben würde. Aber ich sah es, ich beobachtete, wie es geschah. Ich konnte es nicht verneinen. Langsam, in 14 Jahren, gaben sie mir ihr Wissen, das mich veränderte, so dass ich hinausgehen konnte in die Welt, um mit anderen Stämmen zu arbeiten. Die Sphären von Licht führten mich zu einem weiteren indigenen Stamm, die Anasazi genannt werden. Das waren die Alten, die vor den Hopis, den Sioux, den Lakota und den anderen Stämmen lebten. Sie waren viel älter. Ich fand sie in Welten anderer Dimensionen und begann mit ihnen eine Zeit lang zu arbeiten. Darauf wurde ich zu den Maya geführt. Ich wurde 1985 angewiesen, nach Yucatan zu gehen, um dort zu studieren und Zeremonien zu machen. Ich wurde in heilige Tempel geführt, wie Uxmal und Labna und Koba. And Chichen Itza and Tulum and Cahuenlitsch and Palenque and even into Guatemala to Tikal. Es war eine Initiation für mich. Die Maya beobachteten mich, wie ich begann, auf dieser Ebene zu arbeiten. Ein paar Jahre später traf ich einen Mann mit dem Namen Hun Batsman. Er ist ein Maya-Schamane und Maya-Priester, der mit dem großen Itza-Maya-Rat Yucatan verbunden ist. Er begann mich den Weg, wie die Mayas die Welt wahrnehmen, zu lehren. Er ist ein Maya-Schamane und Maya-Priester, der mit dem großen Itza-Maya-Rat Yucatan verbunden ist. Er begann mich den Weg, wie die Mayas die Welt wahrnehmen, zu lehren. Das war ganz anders als das, was ich von den anderen Stämmen in den USA erfahren hatte. Er bat mich, zu beginnen, mit ihm Zeremonien zu machen. Viele Jahre lang machten wir Zeremonien mit Hunderten von Stämmen aus ganz Südamerika. Ungefähr in 2003 bat mich Hun Batsman zu kommen, um Zeremonien zu machen, die viel, viel tiefer als bisher und mit Stämmen aus der ganzen Welt gemacht wurden. Da begann ich, ihre Zeremonien und das, was sie mit Zeremonien verbinden, zu verstehen. Ich wusste bisher eigentlich nicht genau, was Zeremonien wirklich bedeuten. Es war also nicht von ungefähr, als in 2007 der Präsident der gesamten Maya-Nation zu mir kam, wie ich gleich erzählen werde. Wir wissen, dass sich menschliches Bewusstsein entwickelt. Wissenschaftler haben das über eine lange Zeitperiode hindurch aufgezeichnet. Ende der 80er Jahre entdeckten sie, wenn man all dieses Wissen nimmt, dass die gesamte Menschheit seit dem Beginn der Zivilisation, die bei den Sumerern vor 6000 Jahren begann,
bis 1900 gelernt hat und das in Bits von Computern, wenn wir die Computersprache verwenden wollen, umwandelt. Dann sind es viele Millionen Bits von Informationen, die über diese 6000 Jahre zusammengekommen sind. Dadurch begannen wir, uns langsam zu entwickeln und eine Menge Dinge zu verstehen. Wenn wir nun weiterschauen, dann haben wir vom Jahr 1900 bis 1950 auch so viel gelernt, wie in den gesamten 6000 Jahren davor. Das ist unglaublich. In 50 Jahren haben wir so viel gelernt, wie in den 6000 Jahren davor. Wer hätte das jemals voraussagen können? Und weiter haben Wissenschaftler herausgefunden, dass wir von 1950 bis 1970 nochmals so viel wie in den 6000 Jahren lernten, in nur 20 Jahren. Und von 1970 bis etwa 1980 lernten wir wiederum so viel wie in den 6000 Jahren. Und es beschleunigt sich weiter. Von 1980 bis 1986 verdoppelte es sich weiter. Es gab eine Studie der NASA, die feststellte, dass sich unser Lernpensum so beschleunigte, dass sie es nicht mehr in ihre Computer geben konnten. Die Computer damals waren noch nicht so schnell. Sie mussten warten, bis die Hardware und die Software ihre Möglichkeiten zu lernen beschleunigt hatte. Wir sind auf einer steil nach oben führenden Kurve. Ich weiß es nicht genau, aber ungefähr in einem Monat lernen wir heute so viel, wie wir in 6000 Jahren gelernt haben. Das scheint unmöglich zu sein, doch in Wirklichkeit ist es ein Fakt. Es ist eine steil nach oben führende Kurve. Wir werden besser und besser. Und die Mayas sagen, wir sind dabei, einen Bewusstseinswandel zu machen, ein völlig neues Bewusstsein zu erschaffen. Wir sind also dabei, etwas komplett Neues zu werden, eine neue Spezies, ein neuer Weg. Die Realität wahrzunehmen öffnet sich. Das zeigt sich uns in dieser Erweiterung des Bewusstseins. Wir werden noch über viele Dinge reden, doch das ist der Hintergrund von allem. Wenn wir zurückschauen zu den alten Kulturen, dann wird uns klar, dass wir Menschen heute ziemlich anders sind als in den letzten, sagen wir, 2000 Jahren. Das ist ziemlich offensichtlich. Nicht nur, was unsere modernen Technikspielzeuge betrifft, sondern auch, wie wir die Umgebung wahrnehmen, was wir glauben, was Realität ist und wer wir in dieser Realität eigentlich sind. Die Mayas sagen, dass die menschliche Bewusstseinsentwicklung eine Zeit in den Zeitzyklen ist, wobei sich die Chromosomen der DNS an diese auch anpassen. Sie sagen, dass wir uns nun einem schmalen Punkt der Zeit nähern, wobei sich die menschliche Evolution enorm beschleunigt und einen riesigen Wahrnehmungssprung macht. Wir werden zu etwas Größerem werden als das, was wir heute Menschheit nennen. Die Mayas sprechen davon, damit wir beginnen zu erkennen, was wir im Begriff sind, zu werden. Im Rahmen dieses Verständnisses kehren wir nun zu dem zurück, was uns die Mayas darüber erzählen, wohin sich die Menschheit entwickelt. Wir können nicht wirklich verstehen, wie die Mayas zu ihren Prophezeiungen kamen, ohne zu verstehen, was Zeremonien sind. Im Maya-Verständnis sind wir tatsächlich alle miteinander verbunden. Zeremonien waren in den alten Welten wesentlich mehr, als wir heute verstehen oder auch nur beginnen zu verstehen. Wir glauben, wir sind weit überlegen in der Technik und glauben, dass die Wissenschaft und die Logik der neue Weg unseres Lebens ist. Wir glauben, wir sind besser als die, die vor uns waren. Wir denken, Technologie macht unser Leben besser. Aber wenn du glaubst,
dass dich die Technologie schützt vor dem, was Mutter Erde der Menschheit bringt, und wenn die Aussagen der Mayas korrekt sind, dann wundere dich nicht über Überraschungen, sondern denke daran, was wir zu Beginn gesagt haben: Das Leben ist nicht das, was du glaubst, dass es sei. In den Sanskrit-Veden, die vor über 6000 Jahren geschrieben wurden, wird über unsere heutige Zeit gesprochen, über Magnetismus und Elektrizität und dass wir lernen werden, in Metallboxen zu fliegen. Und dann, an einem einzigen Tag, wie die Veden sagen, hören wir das alles auf. Fast wie ein Kind, das größer wird und seinen Teddy weggibt und eine größere Vision anstrebt. Für die Mayas ist hochentwickelte Technologie kein Zeichen fortgeschrittener Zivilisation. Es ist ein Zeichen einer Zivilisation, die dabei ist, fortgeschritten zu werden. Was tut Technologie Gutes für die Menschen? Wir entdecken eben, dass der menschliche Körper und das menschliche Bewusstsein fähig ist, all das zu tun, was die Technologie kann, und viel, viel mehr. Laut den Mayas beginnen wir jetzt, das zu verstehen. Die Mayas sehen die Erde als ein lebendes Wesen, das sich all dessen bewusst ist, was auf ihrem Körper geschieht. Weiter sehen die Mayas, dass alles, was in den Himmeln ist, lebende Wesen sind, die miteinander interagieren. Wir sehen das nicht so. Wir sehen die Erde als einen Felsbrocken. Zeremonie ist eine direkte Kommunikation und eine lebendige Verbindung mit dem großen Geist, Mutter Erde, Vater Himmel und allem Leben überall. Von den Alten der Welt wird es so verstanden, dass vor jeder Änderung, die auf der Erde stattfindet, zuerst eine Zeremonie stattfinden muss. Zeremonien verbinden unsere Herzen mit dem Herzen der Erde, dem der Sonne, dem des Universums und dem von allem, was ist. Wenn die Alten eine Zeremonie beginnen, dann treten sie in eine heilige Welt von unendlichen Möglichkeiten ein. Die Mayas haben vorausgesagt, wenn wir 2012 erreichen, wird die Menschheit in ein großes Chaos auf allen Ebenen eintreten. Aber du brauchst keine Angst zu haben. Es ist nicht das Ende, es ist der Beginn, wie du bald verstehen wirst. Ist es das Ende eines Zeitzyklus? Ist es der Beginn eines neuen Zyklus von großer Schönheit und Hoffnung? Das wollen wir herausfinden. Aber wenn wir uns auf das Ende des Zyklus fokussieren und uns umschauen, sehen wir, dass alles in unserer modernen Zeit zu degenerieren beginnt und auf riesigen, grundlegenden Ebenen anfängt zu zerfallen. Genau wie es die Mayas vorausgesagt haben. Zum Beispiel globale Erwärmung und das Ökosystem. Es nähert sich rasch einer neuen Eiszeit, die weite Teile der Erde eliminieren würde. Zum Beispiel globale Erwärmung und das Ökosystem. Es nähert sich rasch einer neuen Eiszeit, die weite Teile der Erde eliminieren würde. Das ist eine große Sache. Das Weltfinanzsystem steht kurz vor dem totalen Kollaps, von dem wir alle auf der ganzen Welt betroffen sind. Weltweite tödliche Krankheiten, die sich zu Weltpandemien ausbreiten können. Und ungefähr 46 Kriege, die derzeit auf der Erde stattfinden, nicht nur im Irak und in Afghanistan, es gibt viele andere Kriege. Und es gibt über 2 Milliarden Menschen, die von weniger als $2 pro Tag leben. 25.000 Kinder sterben jeden Tag an Hunger. Die menschliche Bevölkerung dehnt sich derzeit nur deswegen bis zu einem Punkt der Zerstörung allen Lebens auf der Erde aus, weil wir existieren.
Ich könnte noch vieles aufzählen, aber dein Herz weiß, wovon ich spreche. Die Zeit, in der wir leben, ist prekär und für unsere geliebte Erde und alles Leben, das auf ihr lebt. Laut den Mayas war dieses Chaos vor langer Zeit vorhergesagt worden, weil wir das Ende eines sehr langen Zeitzyklus erreichen. Wenn so ein Zyklus endet, dann gibt es immer Chaos. Es ist ein Teil des Lebenszyklus, es ist natürlich. Aber die Mayas sagten voraus, dass dieses Chaos, das wir jetzt erfahren, der Beginn von etwas viel Größerem ist, als dem, was wir derzeit erleben und es von der Erde erfahren wird. Bitte verstehe, die Prophezeiungen, die wir hier enthüllen, sind nicht nur die der Mayas. Sie sind der modernen Wissenschaft bekannt. Wenn wir die Situation, in der wir stecken, verstehen, dann steht es an, auf die Prophezeiungen zu hören und sich innerlich darauf vorzubereiten. Es bleibt keine Zeit, um mit dem fortzufahren, was allgemein als normal bezeichnet wird. Es ist nicht normal. Normal, wie die Alten es verstehen, ist der Zyklus laut Maya-Kalender. Das, was wir normal nennen, wird dann niemals wieder in unserem Leben passieren. Denn das, was durch die normale Realität ersetzt wird, ist viel, viel größer. Ist es nun das Ende der Zivilisation, was es, wie viele Menschen glauben, laut Maya-Kalender, der große globale Erdveränderung für 2012 voraussagt, sein soll? Das ist genau das, was Don Alejandro, der Oberste der Mayas, möchte, dass wir verstehen. Ja, es wird möglicherweise Erdveränderungen geben, aber da ist etwas anderes, weitaus Wichtigeres, extrem schön und positiv. Niemand spricht darüber und die meisten Wissenschaftler sind sich dessen nicht bewusst, was die Mayas und auch ich dir bewusst machen möchten. Ob es ein menschliches Desaster oder ein menschlicher Segen wird, hängt vom Menschen ab. So viel mir von den Mayas und vielen anderen Stämmen erklärt wurde, hängt es in einer Zeit wie dieser, in der eine Seite der Geschichte aufgeschlagen wird und die Zivilisation in einer Krise ist, nun davon ab, wie die Menschheit diese Erfahrung aufnimmt. Sind es Bewusstheit und Achtsamkeit, die die Menschheit in die Zukunft führen? Wenn die Zukunft und diese Erfahrungen ausgehalten werden, dann überleben wir. Wenn nicht, dann gehen wir den Weg, den die Dinosaurier einst gegangen sind, als sie ausstarben. Es hängt von uns ab. Wir haben die Macht, unsere Zukunft zu ändern. Jetzt. In Wirklichkeit ist es die Chance und die einzigste Zeit, der einzigste Platz, diese Wandlung jetzt zu machen. Wir sprechen über das höhere Bewusstsein, von dem die Mayas berichten. Es ist ganz wichtig, das Geheimnis, das das Überleben ermöglicht, zu kennen. Ich kann das in einem Satz zusammenfassen. Doch dieser Satz wird nicht verstanden werden, wenn ich ihn sage. Aber ich tue es trotzdem und werde ihn später noch tiefer erklären. Das Geheimnis, diese Situation bewusst zu nutzen, ist die Ruhe. Es hat damit zu tun, dass das menschliche Bewusstsein die Wahrnehmung der alten Welten mit denen der modernen Welten kombiniert. Das bringt Weiterentwicklung des Bewusstseins für beide Welten. Einfach gesagt, wir leben in zwei Welten, die voneinander getrennt sind, die alte und die neue Welt. Wir leben Seite an Seite. Die beiden Welten brauchen einander. Sie müssen einander verstehen und das Wissen des jeweils anderen in sich aufnehmen. Wenn jeder dieser zwei Welten zu einem erhöhten Bewusstsein aufsteigen will, dann müssen sie kooperieren. Die alte Welt ist bereit, sich zu bewegen. Sie sind komplett bereit, die andere Welt aufzunehmen. Aber die moderne Welt hat immer noch nicht die Bedürfnisse ihrer Vorväter verstanden, die die alte Welt integriert hat. Warum sind unsere Vorfahren wichtig für unser Überleben? Und weiter, warum ist unser Überleben wichtig für unsere Vorfahren? In unserer modernen Welt leben die meisten von uns in einer synthetischen Realität. Damit meine ich, getrennt von der Natur,
in unseren Häusern, Autos, mit Technologien, die uns von der äußeren Welt abschirmen und uns von der Natur fernhalten. Wegen unserem Stolz über den technologischen Fortschritt können wir uns nicht vorstellen, wie ein Mensch eines Naturvolks mit seinen Füßen im Schmutz, kaum fähig, sich selbst zu ernähren, möglicherweise irgendeine Art von Effekt auf diese moderne Welt haben könnte. Wir kennen nur Ignoranz und Ablehnung. Lass mich erklären, warum die Mayas und andere Stämme so wichtig für die Menschheit und ihre Existenz sind. Wenn du dir erlaubst, dieses Verständnis in dir zu gebären, dann können wir weitergehen in die verborgenen Welten des Maya-Volkes. Wenn man die Natur und das Universum anschaut, sehen wir, dass der menschliche Körper und andere Lebensformen, Pflanzen, Sonnen, in der äußeren Realität eine mathematische Serie beinhalten mit dem Namen Fibonacci-Folge. Ein menschlicher Körper beinhaltet reichlich diese Fibonacci-Folge, bis in jede einzelne Zelle und die Körperproportionen. Um zu verstehen, warum die alte Welt entscheidend ist für unseren Fortschritt in der modernen Welt, müssen wir über die heilige Geometrie sprechen. Alles Leben basiert auf dem goldenen Schnitt. Der goldene Schnitt ist eine Proportion. Jede Linie, egal wie lang sie ist, an einer bestimmten Stelle geteilt, erzeugt den goldenen Schnitt, eine Proportion. Ein Abschnitt ist 1 und der andere Abschnitt ist 1,6180. Die Zahl ist unendlich. Sie endet nicht. Diese Proportion kann man überall in der Natur sehen, bei den Sternen, Sonnen, Monden und überall in deinem Körper. Wenn du deine Hand als Beispiel nimmst und auf deine Knochen schaust, falls du diese Länge mit dieser Länge dividierst, dann erhältst du eine Proportion 1,6180 unendlich. Wenn du diesen Knochen mit diesem Knochen dividierst, hast du wieder diese Proportion. Mit anderen Knochen oder mit deinen Füßen oder mit deinen Armknochen, überall der goldene Schnitt. Unterarm mit Oberarm, wieder der goldene Schnitt. Nimm deinen Fuß und dividiere ihn durch diesen Teil, das gleiche. Quer durch deinen ganzen Körper kannst du den goldenen Schnitt millionenfach finden, weil jede Zelle den goldenen Schnitt in sich trägt. Offensichtlich ist der goldene Schnitt sehr wichtig für die Schöpfung. Es ist wahrscheinlich die wichtigste Proportion von all den anderen Möglichkeiten der Mathematik. Aber das Leben, du und ich, wir wissen nicht, wie wir das machen. Wir wissen nicht, wie wir den goldenen Schnitt machen. Eigentlich glaube ich nicht, dass er existiert als einen Teil des Universums oder gänzlich überall. Das Leben weiß nicht, wie es Zahlenfolgen benutzen soll, die niemals enden. Das Leben weiß nicht, wie es Nummern benutzen soll, die niemals enden. Es weiß, wie es ganze Nummern verwendet. 1, 2, 3, 4, 5. Es weiß, wie es solche benutzen soll, aber nicht die unendlichen. Das Leben knobelt das magische Ding, das Fibonacci erkannt hat, selbst heraus.
Fibonacci ist eine Serie von Nummern. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 und so weiter. Und die Sequenz geht unendlich weiter. Wenn du diese Folge anschaust, dann hast du 1 plus 1 ist 2, 1 plus 2 ist 3, 2 plus 3 ist 5, 3 plus 5 ist 8. Es ist sehr einfach. Man nimmt die vorige Zahl plus die mittlere Zahl ist die neue Zahl. 1 ist kleiner als der goldene Schnitt. 2 zu 1 ist 2,2, ist größer als der goldene Schnitt, aber näher dran. 3 zu 2 ist 1,5, 1,5 ist näher dran, aber kleiner. 5 zu 3 ist 1,66666, ist größer. Und wenn du das beobachtest, es wird immer kleiner, größer, kleiner, größer, kleiner, größer. Und die Nummern sind immer näher, näher, näher am goldenen Schnitt. 55 zu 34 ist 1,6176, ist sehr nah dran. Dies ist ein Schneckenhaus in der Hälfte durchgeschnitten. Das Schneckenhaus ist kurios. Dies ist 1 und 1 und 2, 3, 5, 8. 13, 21, 34, 55, 89 und so weiter. Es entfaltet sich und wird immer größer und rückt näher, näher, näher an den goldenen Schnitt. Du kannst es direkt vor deinen Augen sehen im Schneckenhaus. Das ist es, was das Leben tut. Das Leben kann die unendlichen Zahlen nicht benutzen, aber es kann die normalen Nummern benutzen, 1, 2 und 3 und so weiter. Das Leben benutzt es nicht nur in deinem Körper, sondern in allem Leben auf der Erde, egal was es ist, egal wo es herkommt, auch von einer anderen Welt. Es ist dieses, was benutzt wird, um es zu entfalten. Um wieder zurückzukommen zu dem, was ich meinte, warum brauchen die Alten die modernen Welten und umgekehrt, um miteinander zu überleben? Es gibt eine kleine Pflanze, die mir hilft, das zu erklären. Es dürfte sich um die Sumpfgarbe handeln, die Drumvalo hier meint. Sie wächst nach der Fibonacci-Sequenz. Wenn sie aus der Erde herauskommt, hat sie ein Blatt. Dann kommt eines dazu. Dann kommen 2 dazu, dann 3, dann 5, dann 8 und dann 13 Blüten. Die Fibonacci-Sequenz ist hier ganz offensichtlich. Die Frage ist nun, wie weiß die Pflanze, dass sie, wenn sie ihr fünftes Blatt hervorgebracht hat, nun weitere 8 Blätter hervorzubringen? Warum nicht 10 oder 12 oder irgendeine andere Zahl? Woher weiß sie das? Sie weiß das deswegen, weil die Pflanze zurückschaut in ihre Vergangenheit. Da waren zuerst 3 Blätter und sie weiß, wenn man diese Vergangenheit zu der Gegenwart addiert, dass hier die Zukunft liegt und dass somit als nächstes 8 Blätter kommen müssen. Das ist das, wo sich die Menschheit gerade jetzt befindet. Die moderne Welt ist wie die 5 und weiß nicht, wohin es weitergeht. Sie ist komplett abgeschnitten von ihrer Vergangenheit. Das ist die Essenz, es gibt hier keine Option. Es ist ein Muss. Wenn sie sich nun verbindet mit ihrer Vergangenheit, was nun auf der Erde geschehen wird, dann wird sie sich an die alten Welten erinnern. Wenn sie dann die alte Welt zu der modernen Welt addiert, dann weiß sie exakt, wohin es in der Zukunft geht. Wir müssen wissen, wohin sich unser Bewusstsein ausdehnen wird. Ohne die alte Welt können wir das nicht wissen. Das ist die Essenz. Es gibt keine Option, es ist ein Muss. Die alte Welt ist komplett vorbereitet auf die moderne. Sie wissen, sie brauchen uns, aber wir, die moderne Welt, wissen noch nicht, dass wir sie brauchen. Die Maya-Völker halten das Wissen über die Zeit,
die ewige Zeit und speziell über dieses Datum 21.12.2012. Ich möchte die Zusammenhänge nun beleuchten, sodass ein klares Bild davon entsteht. Es ist ein Mysterium geworden für das Herz der modernen Menschen, die Sehnsucht haben, ihre eigene Existenz besser zu verstehen. Wir wissen, dass dieses Datum wichtig ist, doch die meisten wissen nicht, was dieses Datum wirklich bedeutet. Dazu müssen wir auch über andere Themen reden, wie die Präzession des Äquinoctiums, Kreislauf der Tag- und Nachtgleiche und andere Zeitzyklen. Wir werden dies zur rechten Zeit erklären, weil dies alles miteinander verbunden ist. Wenn die Maya-Prophezeiungen richtig sind, und die moderne Wissenschaft bestätigt dies, es ist nicht nur ein Rollentausch in der unmittelbaren Zukunft, es ist ein Entfalten und eine komplette Transformation des gesamten Planeten und des menschlichen Bewusstseins. Gibt es jemanden, der sich darum kümmert? Die Mayas hoffen es. Die Akademiker der Welt haben das Maya-Wissen und deren Kalender studiert und sind darauf gekommen, dass im Jahr 2012 der komplette Doomsday, Schicksalstag, für die Menschheit ist. Aber wenn man es von der Maya-Seite her sieht, ist es richtiger, dies die Zeit der Geburt einer neuen Menschheit oder noch klarer, die Geburt eines neuen Bewusstseins zu nennen. Doch dieser Teil der Prophezeiungen wurde von den meisten komplett übersehen. Ich habe es in dem Buch Die Schlange des Lichts beschrieben. Aber darüber zu schreiben dauert viel zu lange, bis es vom Schreiben, Verlegen, Übersetzen und Verteilen heraus in die Welt kommt. Deshalb hören Sie diese Botschaft jetzt über dieses Video, denn es erreicht Sie jetzt. I may write a sequel anyway. Now, in this chapter, der Maya-Kalender ist der genaueste Kalender der Erde. Diese erstaunliche Exaktheit hat auf der ganzen Welt Verwunderung ausgelöst. Und eben wegen dieser Exaktheit schauen hunderte Millionen Menschen auf die Maya-Ältesten. Die erklären, was es mit 2012 auf sich hat. Denn sie ziehen damit die Maya-Prophezeiung ernsthaft in Betracht. Wir haben gehört, dass es rund um das Datum 21.12.2012 Katastrophenszenarien gibt. Und es wird über das Ende der Welt gesprochen. Um die Quelle dessen, was ich erzähle, tiefer zu verstehen, möchte ich kurz erklären, was der Maya-Rat der Ältesten von Guatemala ist und wer dahinter steht. Es gibt 440 Stämme, die in Mexiko, Belize, Honduras und Guatemala leben. Jeder dieser Stämme hat einen gewählten Ältesten. Diese 440 Ältesten bilden den Rat der Ältesten der Mayas, der sich in Guatemala befindet. Dieser Rat bestimmt einen von ihnen als den Ältesten des Rats, der den Vorsitz hat und den Rat der Maya nach außen vertritt. Das ist Don Alejandro Cirillo. Er ist ein Maya-Schamane der 13. Generation. Don Alejandro weiß mehr über die Maya-Kultur und das Maya-Volk als wahrscheinlich irgendjemand sonst auf der Erde. Um es klar zu sagen, es gibt andere Maya-Räte, wie zum Beispiel den Maya-Itza-Rat, von dem ich vorhin erzählt habe, mit Humbats Man als Ältesten, der auch ein Maya-Priester und Schamane ist und in Mexiko lebt. Dieser Rat ist ein anderer Primärrat, der meist die mexikanischen Mayas repräsentiert. Ich habe mit ihm viele Jahre Zeremonien abgehalten, wie ich vorher berichtet habe. Ihre Arbeit ist auch von bedeutender Wichtigkeit für die Erde. Dann gibt es noch weitere kleine Räte in Honduras, Belize und an verschiedenen anderen Plätzen. Dort sind sie meist regional tätig und beschäftigen sich mit den Dingen, die die Leute vor Ort betreffen. Thank you.
Zu Beginn dessen, was ich vermitteln möchte, erzähle ich euch eine Geschichte, die die Mayas mir offenbart haben und die ich nun an euch weitergebe. Sie bewegt sich wie ein Fluss, der sich seine Richtung wechselnd dahin windet und immer dabei im Ozean mündet. Sie beginnt die Lücke zwischen den Wegen, wie die alte Welt, die Sonne, die Erde und das Universum versteht und wie die moderne Welt, die Sonne, die Erde und das Universum interpretiert, zu schließen. Wenn du mit deinem Herzen sehen kannst und nicht mit deinem Verstand, dann wirst du es verstehen. Im Juli 2007 kamen Don Alejandro und seine Frau Elisabeth nach Sedona zu mir. Sie wollten mir von einigen der Maya-Prophezeiungen erzählen und mich um Assistenz bitten. Warum sie ausgerechnet zu mir kamen, kann ich nicht sagen. Aber ich habe lange Zeit mit den Mayas gearbeitet und ich denke, sie vertrauten mir. Das Erste, was mir Don Alejandro mitteilte, ist, dass alles, was wir gelesen, gehört, gesehen haben über die Maya-Kultur und den Maya-Kalender, war nicht von den Maya-Volk geprüft oder geschrieben worden. Auch nicht von einem der Mitglieder des Rats und kann daher niemals vom Maya-Volk sein. Was wir von den Mayas kommend gehört haben, kommt von den Universitäten und Regierungen, Religionen und von Archäologen und normalen Leute wie José Arigüeles. Manche von denen sind Mayas. Aber um es ganz klar zu sagen, der oberste Rat der ältesten Mayas aus Guatemala, laut Don Alejandro, nicht ein einziges Wort gesagt, während 527 Jahren. Das ist eine sehr lange Zeit des Schweigens. Du kannst dir also vorstellen, dass das jetzige Lösen des Schweigens der Mayas von großer Wichtigkeit für die Welt sein muss. Und außerdem muss alles, was wir bisher über die Mayas wissen, zur Seite gestellt werden. So können wir die Wahrheit erfahren. Es ist nicht die Wahrheit, die wir von Außenseitern haben, die einfach nur raten und in einem Bewusstsein leben, das mit den Mayas eigentlich nichts zu tun hat. Jetzt berichte ich, was Don Alejandro mir über die Maya-Prophezeiungen erzählt hat. Es gibt rund um das Datum 21.12.2012 ein Zeitfenster, das die Mayas das Ende der Zeit nennen. Es dauert etwa 7 bis 8 Jahre. Dieses Zeitfenster begann, soviel ich es verstand, am 24.10.2007. Das genaue Enddatum wurde mir nicht gesagt, aber sicherlich ist es so, dass wir jetzt alle genau in diesem Zeitfenster, das Ende der Zeit genannt, leben. Don Alejandro hat auch gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Maya-Prophezeiung an diesem Tag, am 21.12.2012, vollzieht, an den alle Leute auf der Welt denken, sehr unwahrscheinlich ist. Er sagte, es beginnt irgendwann innerhalb des Zeitfensters. Das bedeutet, es kann jede Minute von jetzt an und wahrscheinlich spätestens 2015 sein. Das sagen keine Prophezeiungen, die von der modernen Welt verbreitet werden. Um die ganze Situation zu erfassen, müssen wir verstehen, was das Datum 21.12.2012 eigentlich ist. Dafür beginnen wir mit der Präzession des Äquinoctiums. Für einige von euch verwenden die Mayas den Zyklus von 5200 Jahren. Wenn du diese Zahl mit 5 multiplizierst, ergibt das 26.000 Jahre. Und das ist die ungefähre Anzahl der Jahre der Präzession des Äquinoctiums. Für die 5200 Jahre keine genaue Angabe, es ist etwas weniger. An ihrem Kalender laufen Räder in Rädern ab und all diese Räder scheinen in verschiedenen Geschwindigkeiten zu laufen. Eines davon ist die Präzession des Äquinoctiums, die ungefähr alle 26.000 Jahre wiederkommt. Die Räder der ungefähr 5200 Jahrzyklen sind 5-mal hier im Rad zu sehen. Sie treffen innerhalb des 26.000 Jahrzyklus immer wieder aufeinander. Doch nun treffen sie ganz exakt aufeinander. Das passiert am 21.12.2012. Lasst uns nun einen näheren Blick auf die Zeit werfen, sodass wir das größere Bild erkennen und sehen, was die Präzision des Äquinoctiums in diesem größeren Bild ist. Zeit ist eine Illusion des menschlichen Konzepts. Wir schauen auf unsere Uhr und sagen, es ist 4.32 Uhr. Die meisten von uns vergessen, dass diese Zeit mit der Rotation der Erde verbunden ist. Es ist eine reale Tatsache, nicht eine digitalisierte Verstandessache. Aber diese Bewertung ist auch eine Illusion.
Es ist nur die Rotation der Erde, die diese Illusion hervorruft. Diese Bewegung schafft unsere normale Tageszeit. Die Erde macht eine volle Umdrehung und wir erfahren einen einzigen Tag. Dieser eine Zyklus ist in 24 Teile geteilt, was wir Stunden nennen. Natürlich wissen wir das. Jeder weiß, dass ein Tag eine Umdrehung der Erde ist. Der zweite gut bekannte Zyklus ist der, den die Erde um die Sonne zurücklegt. The second best known Earth cycle is the journey that the Earth makes around the sun. Ein Zyklus um die Sonne ist ein Jahr oder 365,25 Tage oder wie manche Wissenschaftler sagen 365,44 Tage. So ist es klar, dass wir unsere Zeit nach den Bewegungen der Erde um die Sonne einteilen. Aber es gibt andere Bewegungen und Zyklen innerhalb derer, die mit der Erde verbunden sind. Sie sind viel weniger bekannt, haben aber großen Effekt auf unser tägliches Leben. Zum Beispiel ist der Winkel der Erdachse Richtung Sonne gekippt, was einen enormen Effekt auf jeden Menschen auf der Erde hat. Dieser Winkel ist derzeit etwa 23,5 Grad, was die Erdobliquity, Erdschiefe genannt wird. Dieser Winkel zur Sonne schafft unsere Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Er ändert sich stetig. Der genaue Winkel ändert sich von 22,1 Grad bis auf 24,5 Grad über eine etwa 42.000 Jahre lange dauernde Periode. Das ist eine wirklich lange Periode und man würde nicht glauben, dass das irgendetwas mit unserem täglichen Leben zu tun hat. Aber auch wenn es ein so langer Zyklus ist, müssen Astronomen mit ihm in Bezug auf die Erdachse rechnen. Es betrifft ihre täglichen Beobachtungen des Universums mit ihren computergesteuerten Teleskopen. Wenn sie das nicht täten, würden sie nach einer Weile auf etwas anderes schauen, als sie glauben zu sehen, denn es hat sich bewegt. Sogar unsere Reise um die Sonne ist nicht so einfach, wie es ausschaut. Die Form des Orbits, genannt die Exzentrizität, Abweichung von der Kreisbahn, ändert sich auch ununterbrochen. Unsere Erde bewegt sich über die Zeit von einem nahezu perfekten Kreis rund um die Sonne zu einer Ellipse, was hauptsächlich durch die Gravitation von Jupiter und Saturn verursacht wird. Dieser Zyklus ändert sich nur während sehr langer Zeitperioden, etwa 100.000 Jahre. Höchst interessant ist, dass es nicht die Länge eines Jahres ändert. Dann ist da die Präzession des Äquinoctiums, ein Wobbeln, Taumeln der Erdachse, das im Jahr 2000 von Wissenschaftlern errechnet wurde. Exakt 25.771,5 Jahre braucht die Achse, um eine komplette Umdrehung zu machen, Umdrehung des Präzisionskegels. Die Achse bewegt sich in einem Wobbel, wackelnd in einem Kreis, kein perfekter Kreis. Es ist ein bisschen wie eine Ellipse. So eine wobbelnde Umdrehung der Achse dauert fast 26.000 Jahre. Der Grund für dieses Wobbeln liegt in der Sonne und im Mond. Auch andere Einflüsse gibt es. Die Präzision des Äquinoctiums ändert sich ständig, auch aufgrund des Milankovic-Zyklus. Der Milankovic-Zyklus ist die Summe aller Zyklen, die die Erdzyklen beeinflussen, die sich aber stetig ändern. Der wissenschaftliche Fokus der Milankovic-Zyklen liegt meist bei den Auswirkungen auf das Erdklima. Wenn jemand das Erdklima studiert, muss er über die Milankovic-Zyklen Bescheid wissen. Ebenso wie über die Sonnen-Solarzyklen, die wieder andere Zyklen sind, die das Erdklima beeinflussen. Dann gibt es natürlich noch den Orbit des Monds, Bahn des Mondes, der die Gezeitenentwicklung bestimmt und wie eine Uhr Ebbe und Flut hervorruft. Das beeinflusst jede Person, die sich auf der Erdoberfläche oder dem Meer bewegt. Dieser Zyklus beeinflusst auch die menschlichen Emotionen und Millionen von biologischen Zyklen rund um die ganze Erde, wie zum Beispiel das weibliche Menstruationsmuster.
Diese Zyklen sind der Schlüssel zu allem, wovon wir sprechen, und zu den Prophezeiungen der Mayas. Nun sehen wir, dass es eine Menge Zyklen bezüglich der Bewegungen der Erde gibt. Und die Präzession des Äquinoctiums ist nur einer davon, der von all den anderen Zyklen beeinflusst wird. Wenn wir nun an das Ende dieser kleinen Spitze hier schauen, würden wir sehen, dass ein elliptisches Muster geformt wird. Wenn wir das vergrößern, sehen wir zwei Punkte, die in größter Distanz zum Zentrum des Kreises stehen. Sie werden das Apogeum, Erdferne, und das Perigeum, Erdnähe, genannt. Sie werden immer wichtiger werden, je weiter wir fortschreiten. Laut wissenschaftlicher Erkenntnis aus dem Jahr 2000 hat die Erde 25.771,5 Jahre für einen kompletten Umlauf gebraucht. Währenddessen ist sie durch alle 12 Zeichen des Tierkreises gegangen. Das heißt, die Achse der Erde zeigt nach und nach zu allen verschiedenen Tierkreiszeichen während dieses Umlaufs. Laut den alten Hindus und den Tibeter ändert sich die Menschheit in einer sehr speziellen Art und Weise. Jedes Mal, wenn die Achse der Erde in ein neues Zeichen eintritt. Es ist ein bisschen komplexer, als ich es jetzt hier erzähle. Die Hindus teilen diese Zyklen in die sogenannten Yugas, und die sind ein bisschen anders als die astrologischen Zeichen. So beginnt am 21.12.2012 die Erdachse in das Tierkreiszeichen Wassermann zu zeigen. Nach den Alten beginnen wir dabei, unser Bewusstsein rapide zu verändern. Die Mayas sagen, dass diese Veränderungen nicht nötigerweise an diesem speziellen Tag beginnen, sondern irgendwann in dem Zeitfenster des Endes der Zeit, in dem wir jetzt sind. Lasst uns nun auf dieses Datum 24.10.2007 schauen, den Beginn vom Ende der Zeit. Was ist speziell an diesem Datum? Es gibt einen anderen Stamm der indigenen Völker in den USA, die Hopi. Die Akademiker glauben, die Hopis kamen entlang der Beringstraße von Russland über Alaska und gingen dann entlang der kanadischen Küste hinunter bis hin in ihren heutigen Lebensraum, im Norden von Arizona kamen. Aber laut Großvater Eric, einem Mitglied des Hopi-Rates und dem Träger der Geschichte des Stammes, er ist das letzte lebende Mitglied dieses Hopi-Stammes, ist dies nicht wahr. Die Hopis kamen nicht auf diesem Weg, sie kamen von Guatemala. Zu der Zeit, als sie Guatemala verließen, waren sie Maya, nicht Hopis. Die Maya haben sie in den Norden geschickt aus Gründen, die von den Hopis und Mayas noch immer geheim gehalten werden. Aber die Tatsache, dass die Hopis eigentlich Mayas sind, erfuhr ich von diesen Stämmen schon früher. Im November 2007 saßen Großvater Eric und ich nebeneinander in einem Bus und fuhren durch Guatemala. Großvater Eric fragte mich, ob ich die blaue Sphäre am Himmel gesehen hätte, die am 24.10.2007 am Himmel erschienen war. Ich sagte ihm, dass ich selbst sie nicht gesehen hätte, aber meine Tochter sah sie und beobachtete, was da vor sich ging. Er fragte, könnte das der blaue Stern der Prophezeiung sein, dessen Erscheinen vor über 200 Jahren von unserem Stamm vorhergesagt wurde? Ich wusste die Antwort darauf nicht. Kurz vor dem 24.10.2007 erschien ein Komet, genannt Holmes, in unserem Sonnensystem. Ein sehr kleiner, sich schnell bewegender Komet. Kein Wissenschaftler gab ihm seine besondere Aufmerksamkeit. Und wenn, dann war es keine besondere Sache für einen Astronomen. Aber am 24.10.2007 explodierte dieser Komet und wurde schnell eine riesige blaue Kugel am Himmel, sich immer weiter ausdehnend, bis er sogar größer als die Sonne wurde. Er wird nun als das größte Objekt, das jemals in unserem Sonnensystem gesehen wurde, bezeichnet. Soviel ich weiß, erhielt Großvater Eric zu Hause vom Hopi-Rat die Bestätigung, dass diese blaue Kugel der blaue Stern der Hopi-Prophezeiung war.
Es wurde schnell in ganz Nord- und Südamerika akzeptiert. Auch die Mayas nahmen diesen Kometen als Zeichen für den Beginn des Ende der Zeit. So entstand dieses Ende der Zeit. Es war nicht nur ein willkürlicher Event oder ein kleines Ding. Es ist wirklich das Größte, was wir seit etlichen Zeiten wissen, was jemals in unserem Sonnensystem geschehen war. Es gibt einen zweiten Teil der Hopi-Prophezeiung, das Erscheinen eines roten Sterns. Die Mayas und Hopis haben das nicht mit mir besprochen, aber ich weiß davon aus Büchern und werde später darüber berichten. Ich denke, dass auch die Mayas und Hopis in Zukunft noch darüber sprechen werden. Als Don Alejandro im Juli 2007 in Sedona war, sprach er über einen einzigen Teil der Maya-Prophezeiungen, obwohl es viele, viele weitere gibt. Er sagte, und das ist ein Teil der Maya-Prophezeiung, es wird einen physischen Polsprung der Erdachse geben, irgendwann innerhalb vom Ende der Zeit. Das ist eigentlich nichts Neues. Edgar Cayce gab die gleiche Prophezeiung in den 30er Jahren, die sehr genau mit denen der Mayas übereinstimmt. Cayce sagte, irgendwann nach 1998 wird die Erdachse in eine neue Stellung rücken. Er nannte sogar die exakte Zone, in der die Erdachse wandern wird, nämlich zu einem ganz bestimmten Punkt in Russland, ungefähr 16 Grad von ihrer jetzigen Stellung. Bedenke, dass Edgar Cayce etwa 12.000 Voraussagen zwischen 1920 und 1970 machte und dass er nur bei einer kleinen Voraussage falsch lag. Das war bei einem Reading in den USA über einen Mann in Frankreich. Er kontaktierte irrtümlich dessen Zwillingsbruder. Cayces Voraussagen sind unter den genauesten der ganzen Welt. Die moderne Wissenschaft beobachtet sehr genau die Möglichkeit eines Polsprungs. Ein physischer Polsprung beginnt immer mit einem magnetischen Polsprung. Die Wissenschaft hat beobachtet, dass das Magnetfeld der Erde vor etwa 2000 Jahren begonnen hat, sich abzuschwächen. Vor ungefähr 500 Jahren war ein dramatischer Sprung des Magnetfelds der Erde, wobei es schwächer und schwächer wurde. Vor ungefähr 40 Jahren begannen die Magnetlinien, die für eine lange Zeit mehr oder weniger fix waren, zu wandern. Das führte dazu, dass die Wale, die sich an den Magnetlinien ausrichten, strandeten. Das hatte man noch nie zuvor gesehen. Die Magnetlinien änderten ihre stabilen Positionen und manche führten in Landgebiete, was nie zuvor war. Nie vorher wurde das gesehen, weder das Wandern der Magnetlinien noch das Verhalten der Wale. Dann begannen Vögel in Gebieten aufzutauchen, die völlig außerhalb ihrer Flugrouten und Ziele lagen. Das geschah auch, weil sich die Erdmagnetlinien änderten. Und weil das Magnetfeld der Erde schwächer und schwächer wurde, in den 90er Jahren mussten weltweit die aeronautischen Karten, die für die Steuerung von Flugzeugen gebraucht werden, geändert werden, weil sie einfach nicht mehr gültig waren. Heute sind die Magnetfelder so unzuverlässig, dass die Karten jedes Mal, wenn ein Flugzeug landet, neu geprüft werden müssen, um sicherzugehen, dass ihre Navigationssysteme richtig funktionieren. In 2003 kam eine Fernsehsendung von Nova heraus, in der über die Möglichkeit eines magnetischen Polsprungs von einem Team von Wissenschaftlern gesprochen wurde. Diese Forscher meinten, dass die Erde einen Polsprung in naher Zukunft erleben wird. Das war eine sehr hoch angesehene Sendung. Vor kaum zwei Jahren gingen die Wissenschaftler, die das Erdmagnetfeld beobachteten, ins Internet, um die Welt zu warnen. Es wurden ihnen 11 Tage gegeben, bevor die Regierungen ihnen verboten, weiter darüber zu sprechen.
vor 8 oder 9 Monaten gingen die gleichen Wissenschaftler wieder ins Internet und gaben eine sogar noch größere Warnung heraus. Sie sagten, die Anomalien sind so groß, dass sie einen magnetischen Polsprung jede Minute erwarten würden. Für die Wissenschaft ist es eine Tatsache, dass vor 13.000 Jahren ein physischer Polsprung stattfand. Ein Polsprung, der sich genau zu der Zeit ereignete, als die Erdachse am gegenüberliegenden Ende des Punktes der Präzession des Äquinoctiums lag. Der Punkt, an dem sie wieder in 13.000 Jahren sein wird. Die Forscher glauben, dass der Nordpol rund um die Hudson Bay war, bevor die Achse sich bewegte. Etwas weniger als 26.000 Jahre vorher und exakt an dem Punkt, wo wir jetzt in der Präzession des Äquinoctiums stehen, fand auch ein Polsprung statt. Wenn das nicht schon genug aufrüttelt. Where we are right now, close to December 21st, 2012, the Earth's physical poles shifted a second time. And if that is not shocking enough, die Wissenschaft weiß, dass es nur 20 Stunden dauert, wenn sich die Erdachse physisch verschiebt. Weniger als einen Tag. Das ist nicht das, was die Mayas sagen, sondern das, was die wissenschaftliche Welt dokumentiert hat. Du wachst eines Morgens auf und die Welt rundherum ist komplett transformiert. Aber zurück zu den magnetischen Polen. Die Forscher haben auch beobachtet, dass immer direkt vor dem physischen Polsprung ein magnetischer Polsprung ist. Gefolgt von einer Zeit, in der es kein Magnetfeld gibt. Es ist komplett weg. Es gibt nur eine Theorie, weil noch kein Mensch der modernen Zeit so etwas erlebt hat, die erklärt, wie so ein Polsprung möglich sein könnte. Denke daran, die Erde ist massiv. Eine Änderung der Erdachse würde eine riesige Menge von Energie brauchen. Diese aufzubringen ist fast unmöglich. Die Wissenschaft hat noch nie herausgefunden, wie das möglich sein könnte. Die benötigte Menge von Energie wäre wahrscheinlich so groß, als würde der Mond in die Erde einschlagen. Wie kann also die Erde ihre Achse irgendwie bewegen? It would be as though a moon had hit the earth or something of that nature would take place. Sie hat das schon hunderte Male gemacht in den letzten paar hundert Millionen Jahren. Die Wissenschaft konnte das niemals herausfinden. Vor 20 bis 30 Jahren, glaube ich, entstand nun folgende Theorie dazu. Es gibt eine Kruste auf der Erde, sie ist nur 20, 30 Meilen, 30 bis 50 Kilometer dick. Das ist nicht sehr viel. Unterhalb ist der sogenannte Mantel, eine Hülle. Und da gibt es eine obere Hülle, die die Erdkruste mit dem inneren Teil der Erde verbindet. Diese obere Hülle besteht aus Felsen. Nun haben die Wissenschaftler herausgefunden, wenn das Magnetfeld der Erde auf Null ist, also komplett verschwindet, das ist es, was sie für sehr bald erwarten. Dann wird binnen etwa 2 Wochen diese Felsformation, die überall rund um die Erde ist, flüssig wie Öl. Dadurch wird die äußere Kruste der Erde komplett frei, sich in jede Richtung, in die sie möchte, zu bewegen. Aber nichts sonst wäre erforderlich, um die Erde auf eine neue Achse zu bewegen. Gehe zum Südpol, der ist nicht perfekt zentriert. Is you now go to the South Pole, and the ice on the South Pole is not perfectly centered. It's off center. It's a massive amount of ice. Es ist eine Masse von Eis dort, ungefähr 2,5 Meilen, 4,5 Kilometer etwa hoch. Wenn dieses Eis nun zu schmelzen beginnt, würden sich die Ozeane der ganzen Welt, ich glaube, um nahezu 200 Fuß, etwa 60 Meter, heben.
Wenn nun die Erdkruste frei ist, sich zu drehen, geht sie aus dem Zentrum. Man glaubt, dass sie sich in Richtung Zentrum der Balance bewegen wird. Wenn das geschieht, bewegt sich die Kruste mit. Die Weltwissenschaftler haben nun ihre Annahme durchkalkuliert und vorausgesagt, wohin sich die Erdachse verlagern wird. Das ist ziemlich identisch mit Edgar Cayces Voraussagen. Er sagte, es wären 16 Grad Richtung Russland und die Mathematiker haben etwa 17 Grad Richtung Russland kalkuliert, zu fast genau demselben Platz. Ob es wahr ist, wissen wir nicht. Es ist eine Theorie. Niemand hat jemals gesehen, wie das geschieht, zumindest keiner der modernen Menschen. Nun, über den Polsprung, wann immer er auch stattfinden mag, wollen uns die Mayas informieren. Sie erinnern sich an die Vergangenheit und sie erinnern sich beider dieser letzten Polsprünge, die die Wissenschaft bestätigt hat. Laut ihren Aussagen erlebten sie beide. Sie waren mindestens 26.000 Jahre auf der Erde. Die Wissenschaft kann das nicht widerlegen, weil sie nichts über die Mayas wissen. Nicht wissen, woher sie kamen oder sie wirklich kennen. Laut Don Alejandro sind beim letzten Polsprung Millionen Menschen ganz einfach aus dem Grund gestorben, weil sie nicht verstanden haben, was passiert. Wenn sie gewusst und die Situation verstanden hätten, könnten sie ihre Erfahrung leicht in Stärke, Gnade und Schönheit transformieren. Aber wenn nicht verstanden wird, was da kommt und Angst aufkommt, kann einen die innere Angst leicht sterben lassen. Don Alejandro möchte dir das mitteilen. Er spricht auch über eine 30-Stunden-Dunkelheit in dem Moment, wenn sich die Pole bewegen. Es gibt einige Menschen, die über eine 3-Tages-Finsternis sprechen. Die Mayas sagen nein. Es sind nicht 3 Tage, es sind 30 Stunden. Don Alejandro sagt, alles wird schwarz und man kann nicht einmal die Sterne bei Nacht sehen. Oder mit anderen Worten, wir werden blind. Er sagt, so viele Leute sterben während dieser Periode, weil sie Angst bekommen. Aber er sagt auch, wenn sich jemand nicht beeindrucken lässt, ganz einfach ruhig bleibt und sich entspannt, kehrt alles zurück. Du siehst danach wieder und alles wird normal. Es dauert ja nur 30 Stunden. Das ist eine weitere Sache, die uns die Mayas zu verstehen geben. Gehe während dieser Zeit nicht in die Angst und fürchte dich nicht, sondern verstehe es. Möglicherweise bist du nun in Relation zum Äquator ganz woanders auf der Erde als vorher. Du lebst nun in einer neuen und völlig anderen Umgebung. Du musst sofort herausfinden, wo du bist, denn sonst stirbst du vielleicht wegen extremer Kälte oder extremer Hitze. Ein Stück der Maya-Prophezeiung wird von der Welt Tag des jüngsten Gerichts genannt, Entscheidungstag. Wie wird es denn nun aber während des physischen Polsprungs und direkt danach sein? Für die Mayas ist es eine Schwingung, die aus dem Herzen kommt. Diese Schwingung ist in perfekter Resonanz zum Herzen der Erde, dem Herzen der Sonne und dem Herzen des Universums. Wenn wir lernen, in dieser Schwingung zu leben, sorgt die lebende Erde dafür, dass wir uns in die neue Welt ausdehnen. Das Geheimnis kann zwar in Worten ausgedrückt werden, doch seine Bedeutung kann nur erfahren werden.
Innerhalb des Herzens ist ein heiliger Raum, an dem Schöpfung stattfindet. Leben von diesem heiligen Raum aus verändert unsere Beziehung zur gesamten Natur und dem Universum. Das Gehirn hat ein Ego. Das sieht uns getrennt von der Realität und sieht uns als den allerwichtigsten Teil der Realität. Aber innerhalb des Herzens ist man nicht von der Realität getrennt, sondern wird eins mit der Realität. Es gibt keine Trennung und alle Teile sind gleich. Die Mayas sprechen ständig darüber, dass kein Mensch größer ist als ein anderer, dass wir alle dieselben sind. Du siehst, Worte können das alles beschreiben, doch du kannst sie nicht ausprobieren und erfahren. Ohne in den heiligen Raum des Herzens einzutreten und es spüren und eins zu werden mit dieser Schwingung. Wir werden darüber noch sprechen. At another time. Vielleicht ist es am besten, eine Geschichte zu erzählen, um dir das Herz der Mayas näher zu bringen. Lass uns dazu in die Dschungel von Guatemala gehen. Im Juni 2007 übergab ich mein Manuskript vom Buch Schlange des Lichts meinem Verleger. Darin sind viele Geschichten über die Zeremonien, die die Mayas und andere Stämme vollzogen haben. Als die innere Energie der Erde sich gewandelt hat, im Juli 2007 kamen Don Alejandro und seine Frau Elisabeth zu mir nach Sedona und baten um ein Treffen. Er sprach über diese Veränderungen der Erde. Nachdem er über den Polsprung gesprochen hatte, meinte er, dass die Erde ziemlich bald in das Ende der Zeit eintreten würde. Dafür seien einige vorbereitende Zeremonien nötig, die im Maya-Kalender markiert sind. Das war, bevor die blaue Sphäre erschienen war. Don Alejandro begann über die spanischen Conquistadores zu sprechen und wie sie beinahe alle Maya-Heiligtümer und Aufzeichnungen zerstört hatten. Dadurch verloren die Mayas das meiste ihres alten Wissens, ihrer Prophezeiungen und Weisheiten. Aber dann erzählte er auch, wie geheime Dokumente versteckt wurden vor den Conquistadores und dass die Zeit nun gekommen ist, dieses alte Wissen wieder aufzubauen. Er sagte, dass laut den Maya-Prophezeiungen die Mayas nun beginnen müssen, ihr Wissen, ihre Erinnerung und ihre Kenntnisse wieder zusammenzutragen. Das sollte nun initiiert werden. In dieser Zeit würde die Welt beobachten, was geschieht. Don Alejandro sagte, dass laut Maya-Rat eine Gruppe mit Leuten aus aller Welt kommen würde. Diese Gruppe würde die Welt repräsentieren. Er bat mich, diese Leute zu finden. Es sollten 60 Personen sein, die sich in Guatemala City an einem speziellen Tag im November dieses Jahres treffen sollten. Der Maya-Rat würde diese Leute dann in den Dschungel von Guatemala führen, damit den Maya-Rat dabei beobachten, wie sie ihr Wissen wieder zusammenbringen und mit dieser Weltgruppe spezielle Zeremonien zu vollziehen. Das war recht leicht für mich. Es bedurfte nur etwa 60 Telefongespräche, damit Leute von 23 Ländern zusammenkamen. In dieser eingeladenen Gruppe war Großvater Eric von den Hopis und drei Älteste aus der Sierra Nevada, Santa Marta, Kolumbien, Südamerika. Einer von den dreien war ein Kogi Mamas, der andere war ein Huvakos Mamas und sein Bruder. Diese zwei Stämme sind wichtig wegen ihrer alten Vergangenheit. Don Alejandro erzählte mir, dass die Mayas ursprünglich aus Atlantis kamen. Ich wusste das schon seit Jahren, doch es war etwas Besonderes, diese Bestätigung aus seinem Mund zu hören. Lasst uns hier kurz stehen bleiben, sodass wir uns anschauen, warum diese anderen Stämme, die Hopis, die Kogis und die Huavacos, so wichtig sind. Atlantis war ein Land, das von drei Ringen symbolisiert wurde. Ein Ring innerhalb des anderen. Man kann es auch als drei Sphären sehen. Das ist die eine Art, wie sich Atlantis selbst sah. Der äußere Ring oder die äußere Sphäre stand für die Leute, die in Atlantis lebten. Der mittlere Ring oder diese Sphäre stand für die Priester. Sie wurden Maya genannt. Die Priester waren die Brücke zwischen dem Volk und dem innersten zentralen Ring oder der inneren Sphäre. Die Nakals waren die, die direkt von dem heiligen Raum in ihrem Herzen sprachen. Die Nakals waren die, die direkt von ihrem heiligen Raum in ihrem Herzen sprachen und direkt mit dem Geist der Mutter Erde und darüber verbunden.
Sie lebten in Höhlen und speziellen Räumen in den Pyramiden. Sie leuchteten im Dunkeln und schwebten einige Zentimeter über dem Boden. Die Hopi waren Maya und die Maya sind Maya. Und die Kogi und die Huavacos, Mamas, waren die Nakals, was auch ein Stamm in Kolumbien inkludiert. Als Atlantis vor 13.000 Jahren wegen des erwähnten physischen Polsprungs sank, sprangen die Mayas in ihre Boote und fuhren nach Yucatan, nicht weit des Südwest-Area von Atlantis. Die Nakals fuhren früher mit ihren Booten dorthin, wo heute Santa Marta, Kolumbien ist. All diese Stämme sind miteinander verbunden und sie alle erinnern sich, was geschehen war. Sie erinnern sich nicht nur an diese Ereignisse vor 13.000 Jahren, sondern auch an die vor 26.000 Jahren oder sogar weiter zurück. Aber dies würde das erste Mal seit dem Sinken von Atlantis sein, dass alle drei Stämme zusammenkommen und miteinander Zeremonien machen. Das war historisch. Großvater Eric war überhaupt der erste Hopi seit vielen Jahrtausenden, der nach Guatemala gekommen war. Der Maya-Rat führte uns an den Lake Atitlan, einer der heiligsten Seen der Mayas. Unsere Gruppe wurde von 25 Ältesten der 440 Stämme der Mayas geführt. Sie waren diejenigen, die dazu auserwählt wurden, die Erinnerungen an die früheren Ereignisse zu erneuern. Es gibt Wege, wie die Mayas sich an ihr Wissen erinnern. Neben dem Gebrauch ihres Gehirns tun sie das durch den Gebrauch der 13 Kristallschädel. Jeder steht für 1000 Jahre an Erinnerung seit Atlantis. Ich werde darüber noch erzählen. Das ist ein äußerst interessantes Thema. Die hier zusammengekommene ganze Weltgruppe setzte sich in einem Halbkreis rund um die 25 Maya-Ältesten, als diese mit dem Entziffern der Maya-Glyphe Nummer 0 begannen. Sie begannen, diese Glyphe zu entziffern, als hätten sie sie nie zuvor gesehen. Nach etwa 1,5 Stunden waren sie mit der Nummer 0 fertig. Dann gingen sie zur Glyphe Nummer 1. Wir haben sie weiter beobachtet, wie sie mit der 1 und 2 weitermachten. Das ging einen halben Tag lang etwa so weiter. Dann war ihr Teil fertig. Die Welt beobachtete, wie die Mayas begannen, ihr Wissen wiederzuerlangen. Die Prophezeiung war erfüllt. Am nächsten Morgen nahmen uns die Mayas mit dem Boot zu einem weit entfernten Ufer von Lake Atitlan, zu einem Platz, an dem nur Maya-Zeremonien durchgeführt werden. Dort sollte eine Maya-Feuerzeremonie stattfinden. Die Bootsfahrt war etwas, was wahrscheinlich keine Person dieser Gruppe jemals in ihrem Leben vergessen wird. Dieser turmartige Vulkan über dem See, der bis zum Rand des Sees reicht, gab uns das Gefühl, als würde er jeden Moment explodieren. Es kam sogar Rauch aus ihm heraus. Kein Wunder, dass die Mayas hier eine Feuerzeremonie machten. An dem abgelegenen Strand mit dem Gesang der plätschernden Wellen und dem tiefen blauen Himmel über uns formte uns Don Alejandro zu einem Kreis. Eine längere Zeit der Stille, mit der Vorbereitung für die Feuerzeremonie sorgfältig und geometrisch korrekt für jeden Schritt, die über eine Stunde dauerte, begann. Dieses schöne Arrangement von Steinen, Heilkräutern, Kerzen und anderen Kultgegenständen war fertig für das Feuer, um der Zeremonie Leben zu geben. Es war sehr ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob die Feuerzeremonie jemals vorher fotografiert worden ist. Und speziell in der Art, wie es die Mayas nun taten. Sie ließen uns ganz genau zuschauen, wie sie die geometrischen Zeichen am Boden legten und erklärten, was jedes Ding war. Das ist wahrscheinlich niemals vorher gemacht worden. Laut Don Alejandro hat diese Zeremonie seit 13.000 Jahren nicht mehr stattgefunden. Die Hopis, die Kogi-Mamas, die Huacava-Mamas und die Mitglieder des Maya-Rats der Ältesten, Don Alejandro und unsere bescheidene Gruppe aus der ganzen Welt hoben unsere Hände im Gebet, als die ersten Flammen den offenen Himmel erreichten.
obwohl wir von allen möglichen Teilen, von Kulturen und Traditionen der Welt waren, alle waren wir in unserem Herzen zentriert und ließen Gebete mit einer Stimme und einem Herz aus uns strömen. Wir beteten für Mutter Erde und ihre Kinder in dem Wissen, dass die Erde in ein sehr gewaltiges Stadium der Evolution eintreten würde, etwa wie die Geburt eines Kindes. Jeder betete tief aus seinem Herzen für Mutter Erde, um allen und allem Leben auf der Erde beizustehen. Diese Zeremonie dauerte ungefähr 3 Stunden lang. Etwa eine Stunde schauten wir in das Feuer und hörten den Gebeten zu. Der Huavacos-Mann, der seine Augen geschlossen hatte, hob auf einmal seinen Arm hoch gegen den Himmel. Wir wussten nicht, wozu. Doch als wir dorthin schauten, wo er hinzeigte, war genau dort ein riesiger Adler, der während der Zeremonie über uns in der Luft schwebte, etwa 100 Fuß, 30 Meter hoch in der Luft. Er bewegte nicht eine einzige Feder und schien in der Luft fixiert zu sein, ohne seine Flügel zu bewegen. Dann flog er ein wenig zur Seite, setzte seine Beobachtungen von der Zeremonie, die so lange nicht mehr stattgefunden hatte, fort. Die Gebete, die Lieder, die Chantis, die Tänze, das Feuer, der Rauch, alles war mit unserer Bitte, von Mutter Erde und Vater Himmel gehört zu werden, zum Himmel aufgestiegen. Unsere Herzen waren weit offen. Es war unglaublich. Als wir wieder in die Boote stiegen, um zur anderen Seite des Sees zurückzufahren, beobachtete ich unsere ungewöhnliche Gruppe, wie sie zum Steg hinunterging. And I watched our uncommon group as they walked down the pier. Ich werde das wahrscheinlich niemals vergessen, wie ich da stand und all die Leute, die ins Boot hineinstiegen, sah. Alle Religionen waren vertreten: Christen, Juden, Moslems, Buddhisten, Taoisten, Shinduisten, Hindus und andere. Unter ihnen waren die Alten aus Atlantis und dem Land von Lotus. Don Alejandro und die Maya-Ältesten suchten etwas. Ich wusste das in meinem Herzen. Und was immer es war, sie müssen es gefunden haben während der Zeremonie, weil sie uns baten, eine weitere Zeremonie mit ihnen zu machen. Es sollte ein Platz weit weg von Lake Atitlan sein, einem Platz mit dem Namen Tikal. Tikal sein. Das ist ein alter Tempelplatz in Guatemala, der das Kronenchakra im menschlichen Körper repräsentiert, der Eingang in höheres Bewusstsein. Tikal ist eine majestätische Anlage von Tempeln. Hier stand einmal eine Stadt, die diese einzigartigen Tempel umgab. Sie dehnte sich über zig Meilen in alle Richtungen aus. Es war einst eine große Stadt, in der wahrscheinlich Millionen Mayas lebten. Ich habe einmal einen künstlich nachgemachten Stadtplan davon gesehen. Es sah aus wie eine Stadt aus einer weit entfernten Zukunft in einem Raumzeitalter. Gar nicht wie etwas aus der Vergangenheit eines einfachen Naturvolkes. Die Mayas sagen, vor Atlantis kamen sie von den Sternen. Wenn du dir anschaust, was in Tikal in den frühen 80er Jahren entdeckt worden ist, kannst du es dir wahrscheinlich auch vorstellen. Wir folgten Don Alejandro und den Maya-Ältesten weit hinauf auf einen Platz für die Zeremonie, der offensichtlich unzählige Male benutzt worden war. Wieder begannen sie langsam und ordentlich die Struktur für die Feuerzeremonie vorzubereiten. Wie vorher dauerte es eine Stunde, um die Form zu konstruieren, bevor das Feuer angezündet wurde. Es schien eine Wiederholung der ersten Zeremonie zu sein. Nur langsam begann sich die Atmosphäre zu ändern. Jedes Mal, wenn Don Alejandro seine Arme zu den enorm großen Bäumen in der Umgebung hob, blies der Wind durch sie und uns. Es war ziemlich dramatisch. Nach vielleicht 10 Mal begannen wir es zu erwarten. Er hob seine Arme und wir warteten auf das Blasen des Windes. Dann begann sich das Licht zu ändern. Strahlen von Licht fielen durch die Äste der Bäume, sodass wir uns fühlten, als wären wir in einer alten Kathedrale, vielleicht in Südfrankreich.
Touristen beobachteten uns und stellten fest, dass sie nicht weg konnten. Es war so faszinierend. Es war eine tiefe Schönheit in dieser Zeremonie. Aber ich spürte, dass Don Alejandro und die Ältesten noch immer etwas beobachteten und auf etwas warteten. Ich kann mir nicht helfen. Ich fühlte es in meinem Herzen, konnte aber nicht sagen, was es war. Ich spürte, dass sie auf ein Zeichen warteten, wie den Adler, von dem ich vorher erzählt habe. Das kann nur von Pachamama, Mutter Erde, kommen. Kein menschliches Wesen kann das Hervortreten eines solchen Zeichens beeinflussen. Es muss von Mutter Erde direkt kommen. Doch was immer diese Zeichen auch gewesen sein mögen, sie müssen erschienen sein. Denn wir wurden gebeten, weiterzumachen. Die Maya-Ältesten nahmen uns zu einem weiteren Tempel mit. Ich hatte von diesem noch nie vorher gehört, geschweige denn ihn gesehen. Als ich ihn dann gesehen hatte, konnte ich nicht verstehen, dass die Welt ihn noch nicht entdeckt hatte. Er ist ganz besonders und hält eine so tiefe Kraft der Erde. Aber in diesem Tempel machten wir nichts. Wir machten dort keine Zeremonie. Don Alejandro wollte nur, dass wir diesen Tempel erfahren oder vielleicht auch, dass uns die Energie dieses Tempels erfuhr. Vielleicht ist es jetzt angebracht, über den anderen Weg, wie die Mayas ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Weisheit von einer weit entfernten Zeit in die Gegenwart zurückholen, zu sprechen. Denn eigentlich schien diese Vergangenheit für immer verloren gegangen zu sein. Sie machen das nicht mit ihren Gehirnen, sondern mit ihrem Herzen. Das ist etwas, in dem die alten Welten Experten sind, so wie wir Experten in der Benutzung unseres Gehirns sind. Was ich nun erzählen werde, kam nicht von Don Alejandro, sondern von Humbats Man, dem mexikanischen Maya aus Yucatan. Meine Erfahrung kommt aus diesem Land. Es ist eine Information, die bis vor kurzem geheim gehalten worden war. Ich kann darüber sprechen, aber ich muss dabei ein bisschen vorsichtig sein. Die Großmuttergesellschaft der Mayas kreierten den Kristallschädelweg des Wissens, ähnlich wie wir es mit unseren Computern tun, die einen Speicher voll all dem, an das wir uns später einmal erinnern möchten, enthalten. Tun es die Kristallschädel. So wie unsere Computer auf Silizium aufgebaut sind, um diese Speicherfunktion zu ermöglichen. So sind die Kristalle aus Silizium, auch um Erinnerungen zu speichern. Der erste Kristallschädel kam aus Atlantis, aber der zweite kam aus der neuen Maya-Welt, nachdem der Polsprung der Erde stattgefunden hatte, was vor 13.000 Jahren war. Jeder Kristallschädel wurde für ein Jahrtausend erschaffen und enthält die Erinnerung der letzten 1000 Jahre. Alles zusammen gibt es 13 Kristallschädel, die die Erinnerung von den letzten 13.000 Jahren in sich tragen. Jedes Mal am Ende der 1000 Jahre wurde eine Maya-Großmutter gewählt und für ihre Aufgabe vorbereitet. Sie begann damit, dass sie einen Kristallschädel in Form eines menschlichen Schädels besaß. Es war normalerweise ein männlicher Schamane, der den Kristall brach und den Kristallschädel daraus schnitzte. Verschiedene Kristallarten wurden dafür verwendet, abhängig von der Zeit und dem Zweck der Verwendung. Es konnte viele Jahre dauern, bis der Kristallschädel für seine endgültige Zeremonie, die der ganze Stamm vorbereitete, fertig war. Es war eine Zeremonie, die eigentlich 1000 Jahre umspannte. Die Großmutter wählte für ihre Aufgabe eine junge Frau oder einen jungen Mann, oder manchmal auch beide zusammen. Für diese Kristallschädelzeremonie gewählt zu werden, war eine große Ehre und ein Privileg für diese junge Maya-Person oder das Paar. Wenn die Großmutter die Person gewählt hatte, wurde diese meist schon vom Baby an geschult. Die Schulung war dann beendet, wenn die Kristallschädelzeremonie begann. Diese geehrte Person lernte so viel wie möglich über das, was die Maya-Nation zu der Zeit gewusst hat, besonders über das Geschehen der letzten 1000 Jahre. Sie würden auch die Maya-Weisheit, die heiligen Künste höheren Bewusstseins und alles, was sie wussten, einfach alles verkörpern. Sie versuchten all das in diese eine Person zu stecken. Diese Person wurde letztlich ein Schamane, eine Schamanin, durch all das, was sie während dieses Trainings gelernt und erfahren hatte. Wenn die Maya-Ältesten fanden, dass diese Person alles gelernt und erfahren hatte und wenn die Übereinstimmung mit dem Maya-Kalender passte, dann begannen sie, gemeinsam mit der Großmutter, die heilige Kristallschädelzeremonie. Das Schicksal dieser Person und der Großmutter sollte dabei versiegelt werden für die nächsten Jahrtausende.
der Maya-Kristallschädelzeremonie, die alle 1000 Jahre abgehalten wurde, wurden dann die gewählte Person und die Großmutter mit einem sehr speziellen Cocktail aus natürlichen Heilpflanzen, psychedelischen Pflanzen und Pilzen vorbereitet. Die während der Zeremonie diesen Trank zu sich nahmen, in eine sehr spezielle Erfahrung bringen. Wenn sie in ihrem Herzen waren, würden sie bald von ihrem Körper getrennt sein, aber nicht von der Erde. In anderen Worten, sie würden sterben, aber nicht in die anderen Welten eingehen. Während der ganze Stamm sie umgab, für sie betete und sie ermutigte, verließ ihr Geist den Körper und trat in den physischen Kristallschädel ein. Beide, die gewählte Person und die Großmutter, übernahmen dann den Kristallschädel als ihren physischen Körper für die nächsten tausende Jahre, bis zu der Zeit, in der wir heute sind, dem Ende der Zeit. Nun, während des Endes der Zeit werden die Maya diese endgültige Kristallschädelzeremonie ausführen. Ich bekam gerade vor 4 Tagen eine E-Mail von Humbert's Man, dass die Zeremonie jetzt nicht stattfindet, dass sie aber sehr bald stattfinden wird. Dies ist eine unglaubliche Zeremonie. 13 Maya-Schamanen, Männer und Frauen, werden den Geist dieser alten Maya-Seelen in ihren heutigen Maya-Körper empfangen. Alles, was diese alten Seelen an Erinnerung tragen, ist umfassender als das, was unsere Computer speichern können. Denn sie tragen auch die Gefühle als Erinnerung in sich. Wenn diese Zeremonie stattfindet, werden sich die heutigen Mayas an ihre ganze Vergangenheit bis Atlantis und sogar noch darüber hinaus wieder erinnern. Sie werden dann dieses Wissen und diese Erinnerung kombinieren. Mit dem intellektuell vorbereiteten Prozess der 25 Maya-Ältesten, die die Maya-Geschichte aufschreiben. Die Maya-Nation wird dann wieder ganz sein. Dann erinnern sie wieder alle von ihrem Herzen und ihrem Gehirn. Das ist ihr Plan. Ich denke, sie werden das vollbringen. Für uns, für den Rest der Welt, wird es ein großer Segen sein, wenn die Maya-Nation wieder intakt ist. Wenn beide, das alte und das moderne Wissen, wenn Erfahrung und Weisheit gleichzeitig erlebt werden können. Das alles ist Teil der Maya-Prophezeiung. Du bist nun auf der Welt, um dies zu erleben. Zu einem Punkt unserer Reise hob Don Alejandro einfach seine Arme und sagte, okay, nun gehen wir in das Herz des Maya-Landes. Ich wusste nicht, was er damit meinte. Wir begannen zu reisen, aber wohin? Davon hatte ich keine Ahnung. Wir saßen in einem modernen Bus und fuhren gemütlich auf der Autobahn dahin. Wir fuhren durch einen der schönen Dschungel in Guatemala, wussten aber nicht, wohin es ging. Wir fuhren Stunde um Stunde zu dieser unbekannten Stelle und ich schlief dabei ein. Plötzlich, irgendwo, bat Don Alejandro den Fahrer, an der Seite der Straße zu halten. Es war irgendwo in Guatemala. Kein besonderer Ort, nichts Aufregendes, einfache Umgebung wie überall im Land. Wir stiegen alle aus dem Bus, machten ein paar Schritte, wussten nicht, wohin zu gehen, bis Don Alejandro und die Ältesten auf die andere Seite der Straße gingen, wo ein Loch im Zaun war. Es war ein kleiner, feiner Korridor, den man normalerweise gar nicht sieht. Wir folgten ihnen auf diesem schmalen Weg und hatten keine Ahnung, wohin es ging. Wir gingen lange, vielleicht eine Meile, 1,8 Kilometer. Es wurde felsiger und wir näherten uns einer Art Hügel. Bald umgaben uns Bäume und es wurde dichter. Dann bogen die Ältesten scharf nach links ab und betraten ein weiteres eingezäuntes Gebiet, das bald ein richtiger Dschungel war.
Doch das war ein Dschungel, den offensichtlich jemand gepflegt hatte. Er war einfach zu schön. Prächtig gefärbte Vögel flogen herum, Trittsteine waren genau da, wo sie gebraucht wurden. Alles wurde feuchter, grüner und zurechtgeschnitten. Es war mehr wie in einem Hotelgarten als in freier Natur. Doch das war hier in der Mitte von nirgendwo. Überraschenderweise, aber eigentlich nicht wirklich überraschend, stand vor uns ein wunderschönes Holzgebäude inmitten des grünen Bodens. Es war eine Konstruktion, die von den Mayas vor längerer Zeit gebaut worden war, um etwas zu beschützen. Uns wurde nun gewährt, hierher zu kommen. Es sind die Höhlen, aus denen die Mayas lange vor Atlantis in diese Welt herauskamen. Die Eingeborenen Amerikas nennen das Sipapu. Es sind die Heiligen der Heiligen für sie. Ich wurde sehr still und leise. Die Leute plauderten und warteten auf das Essen, das uns gegeben werden sollte. Aber die faszinierende Lage der anderen Seite dieses Open-Air-Restaurants war fast unerträglich. Die Ältesten platzierten uns in diesem wunderschönen Bauwerk mitten im tropischen Dschungel, der von allen Seiten hereinkam, und gaben uns ein traditionelles Maya-Essen. Wir wussten nicht, dass wir eine lange Reise vor uns haben würden. Die Ältesten wussten es natürlich und versorgten uns entsprechend. Nach unserem Mittagessen gingen wir im Gänsemarsch in die Gegend hinter dem Haus, langsam aufsteigend, bis wir den Berg erreichten, der nun vor uns war. Ich wurde noch stiller und ruhiger und begann still zu chanten, denn ich war näher und näher zu etwas, das ich nicht wirklich verstand. Und dann geschah es, ein kleines Loch auf einer Seite des Berges erschien. Nicht größer als für zwei, vielleicht drei Leute zum Durchgehen. Es dauerte eine Weile, bis wir alle durch waren. Dann waren alle von uns im Berg in einem langen, schmalen Tunnel. Wir waren nun komplett innerhalb von Mutter Erde. Irgendwo im Tunnel sammelte Don Alejandro uns alle um sich und sprach zu uns, um uns ein bisschen über die Höhle zu erklären. Das ist eine sehr heilige Höhle für die Mayas. Er erzählte, dass der Tunnel 28 Kilometer lang ist, doch wir sollten nur ein paar Kilometer tief hineingehen. Wir sollten sehr vorsichtig sein, denn es würde nass und rutschig werden, wenn wir weitergingen. Wir gingen nur ein kleines Stück weiter und hier war etwas, das ich nie erwartet hätte. Der enge Tunnel endete in einem T und vor uns war eine andere Öffnung, die riesig war. Sie war zweimal so groß wie ein Fußballfeld und vielleicht 75 bis 90 Fuß, 25 bis 30 Meter hoch. Ein Stück von der Decke, das vor langem heruntergefallen war, ließ einen Strahl von Licht in die Dunkelheit herunterfallen und durchflutete diese enorme Höhle mit einem engelhaften Licht. Wir mussten stehen bleiben und unsere Herzen gingen weit auf. Wir konnten gar nicht anders, es war intensiv. Dann kletterten wir alle hinunter über die alte Leiter auf den Grund dieser Höhle. Wir hatten keine andere Wahl, als uns nach links zu wenden und gingen in einem schmalen Flussbett von einer Seite der Höhle zur anderen. Wir spazierten die ganze Zeit durch dieses klare, kristallene Wasser. Nachdem wir diese Höhle verlassen hatten, mussten wir die meiste Zeit unsere Taschenlampen benutzen, um nicht in irgendwelche verborgenen Spalten zu geraten oder über Steine zu stolpern. Es war sehr, sehr dunkel. Die meisten von uns sprachen die ganze Zeit ganz einfach, um festzustellen, ob jemand da war. Wenn wir die Taschenlampen ausschalteten, war es komplett schwarz. Man konnte nicht einmal die eigene Hand vor dem Gesicht sehen. Nach einem langen und teilweise gefährlichen Gang durch Mutter Erde kamen wir wieder an einen Platz, wo ein Stück der Decke heruntergefallen war und ein leuchtender Sonnenstrahl in die Höhle fiel. Es war nicht viel, aber es war so viel, dass es uns möglich wurde, einander zu sehen. Don Alejandro bat uns, stehen zu bleiben. Er sagte, dass hier an diesem Platz eine weitere Zeremonie stattfinden sollte. Es war wieder eine Feuerzeremonie, aber total anders als die vorherigen. Das Feuer war in Kreisen. Es war das Schönste von allem, als das Feuer die Wände erhellte. Thank you.
Feuer war in Kreisen. Es war das Schönste von allem, als das Feuer die Wände erhellte und die Musik des Chantens von den Wänden in uns zurückhallte. Was immer in dieser Zeremonie geschah, war in aller Ewigkeit. Ich konnte es in diesem Moment gar nicht richtig realisieren. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Don Alejandro in dem Moment, als die Zeremonie beendet war, verschwand. Die Ältesten baten uns, in der Höhle weiterzugehen und führten uns tiefer in die Dunkelheit. Es schien eine Ewigkeit zu dauern. Dann traten wir ein drittes Mal in einen Teil der Höhle ein, die wieder ein Loch in der Decke hatte, und das Licht fiel in eine Art runden Raum, der riesig und gleichzeitig total gemütlich war. Was ich damit meine ist, dass dieser Raum riesige Felsen überall hatte, so dass es sich anfühlte, als würde man in einem kleinen Raum sein. Das war eine Art von Felsen, die sich für mich und auch für andere seltsam anfühlte. Ich sah zu einer Frau hin, die neben mir stand. Sie schien sehr betroffen zu sein von dem, was sie sah. Sie sagte zu mir, Drunvalo, schau dir diese Felsen an. Die sehen aus wie Tiere und Vögel. Sie schienen lebendig zu sein. Ich schaute näher zu dem Felsen, der neben mir war, und er sah genauso aus, als hätte jemand bis ins Detail genau einen 6 Fuß großen Leguan geschnitzt. Der Fels daneben sah aus wie ein Gorilla, und der daneben sah aus wie ein junger männlicher Affe. An den Wänden waren Gesichter von Menschen, Maya-Gesichter, die lebendig waren und aussahen, als würden sie direkt aus der Felsenwand heraussteigen. Es nahm mir den Atem. Ich wusste nicht, was ich zu der Frau neben mir sagen sollte, denn es war sehr ungewöhnlich. Ich fühlte, was sie spürte. Das war nicht normal. Es war eine ganz andere Realität an diesem Platz. Das war eine Energie, die ganze Luft, die wir atmeten, durchdrang. Dann sah ich Don Alejandro, der vorher verschwunden war. Er saß oben an einem kleinen erhabenen Felsvorsprung, 3 Meter vor einer der Höhlenwände. Mein erster Gedanke war, wie ist er darauf gekommen? Das schien unmöglich zu sein. In dem Moment wurde der gesamten Gruppe bewusst, dass Don Alejandro uns beobachtete. Wir alle wurden still und warteten, dass er etwas sagen oder zu uns sprechen würde. Stattdessen rief er Rafino zu sich hinauf. Dieser kletterte hoch, aber nur so weit, dass sein Kopf auf selber Ebene war wie dieser Vorsprung, an dem Don Alejandro saß. Dann griff Don Alejandro in den Felsvorsprung, der offensichtlich mit Wasser gefüllt war, und goss eine Handvoll Wasser über Rafinos Kopf. Er machte das 3-mal. Ich hatte keine Ahnung, was da vor sich ging. Dann bat Taita, Vater, Alejandro, einen anderen der Gruppe auf den Felsen hinaufzukommen. Er machte mit ihm die gleiche Zeremonie. Wir alle beobachteten, was da vor sich ging. Dann bat er jeden von uns hinaufzuklettern, einen nach dem anderen. In dem Moment, ich werde das nie vergessen, wussten wir alle tief aus unserem Herzen heraus auf einmal simultan, was da vor sich ging. Don Alejandro vollzog eine Maya-Wasserzeremonie mit jedem von uns. Wir wurden auf eine bestimmte Weise initiiert und die Energie im Raum ging tief ins Herz von jedem Einzelnen. Was immer Taita in uns gesucht hatte, er muss es gefunden haben. Ich konnte mir nicht helfen, ich begann zu weinen. Später, als wir zurück waren, in einer kleinen Stadt in Guatemala und beim Abendessen gemeinsam mit Don Alejandro, Elisabeth, seiner Frau und Rafino zusammensaßen, kamen die Emotionen nochmal hoch. Don Alejandro sah mir in die Augen und sagte, und das ist ein Zitat, wir haben 2 andere Gruppen mit Leuten aus der ganzen Welt gebeten, diese Zeremonien zur Vollendung unserer Prophezeiung mit uns zu vollziehen. Doch sie bestanden die Prüfungen, die Pachamama ihnen gab, nicht. Aber ich möchte dir jetzt sagen, dass diese Gruppe durch mehr gegangen ist, als all unsere Erwartungen waren. Ihr seid die Alten, auf die wir gewartet hatten. Ich wusste nicht, was er meinte, aber er begann zu weinen und Rafino begann auch zu weinen. Elisabeth in ihrer weiblichen Stärke sah mich nur an und sagte, Danke. Bitte lass alle dieser heiligen Gruppe wissen, dass sie diejenigen sind, auf die wir gewartet haben. Nun kann die Prophezeiung vollendet werden. Das war alles zu viel für mich.
Auch ich begann zu weinen. Da saß nun ein Haufen kleiner Kinder, die alle schluchzten. Nun lasst uns das Thema wechseln zur verborgenen positiven Seite der Maya-Prophezeiungen. Die Mayas sehen den langen Zyklus, den 5200-Jahre-Zyklus der Präzision des Äquinoctiums von 26.000 Jahren enden. Sie sagten vorher, dass die alte Welt, in der wir nun leben, aus natürlichen Gründen dabei ist zu zerfallen. Das bedeutet, dass sich alles, was wir jetzt als normal betrachten, dramatisch ändern wird. Die Idee, dass die Pole dabei sind, sich zu verändern und die Menschheit fast zerstört wird, ist irgendwie hingedreht auf den Schicksalstag 2012. Aber zur gleichen Zeit, exakt zur gleichen Zeit, beginnt ein neuer Zyklus. Dieser Zyklus ist ein außergewöhnlicher Zyklus. Ich war vor kurzem in Kolumbien, in den Bergen bei Cogi und Huvacos Mamas. Sie glauben, dass es insgesamt 9 Welten gibt und ja, wir sind in der 4. Welt und betreten die 5. Welt. Die Mayas glauben das Gleiche. So sagte ich zu ihnen, also haben wir noch immer 5 weitere Welten vor uns, um das höchste Bewusstsein zu erreichen? Und ich werde nie vergessen, wie sie sich alle zu mir umdrehten, mich anschauten und sagten, nein, du verstehst das nicht, Runvalo. Alles im Leben trachtet danach, Balance zu erreichen. Die 5. Welt ist in der Mitte, mit den 4 Welten an jeder Seite. Es ist die perfekte Balance innerhalb des Universums. Es gibt keine höhere Welt. Die Mayas sagen etwas Ähnliches. Sie sagen, die nächste Welt, die sie die 6. Sonne nennen, ist eine Welt, in der die Menschheit eine neue Stufe von Bewusstsein erreicht und dass wir diese neue Stufe sehr, sehr schnell erreichen. Wenn der neue Zyklus beginnt, wenn auch das Ende der Zeit beginnt, verschwindet das Dualitätsbewusstsein, das Gut- und Böse-Bewusstsein. Das Bewusstsein von Einheit wird für die Menschheit normal. Das menschliche Ego wird nicht weiter bestehen und wir werden einander als einen Teil voneinander sehen. In der Maya-Sprache sagen sie in Lakesh, wenn sie einander begrüßen. Das heißt so viel wie, ich bin ein anderes Du, und du bist ein anderes Ich. Das ist ein Hinweis auf die Welt, in die wir nun eintreten. Weiter sagen die Mayas voraus, dass die menschliche Quarantäne im Solarsystem, die nun während einer sehr langen Zeit bestand, aufgelöst werden wird. In dem Moment, wo sie aufgelöst ist, realisiert die Menschheit, dass die Sterne und alles Leben überall durch ein reines Bewusstsein miteinander verbunden sind. Unser menschliches Potenzial wird Höhen erreichen, die uns im Moment als absolut unmöglich erscheinen. Aber es wird für diese neue Menschheit normal werden und sie wird das als Wahrheit annehmen. Die Mayas sagen voraus, dass die Menschheit nicht länger in Finanzen, Politik, Kriegen, Essen, Öl und so weiter involviert sein wird. Sie wird eins sein mit dem Schöpfer und alles manifestieren können. Wir werden Beischöpfer, Mitschöpfer, eins mit dem Schöpfer sein. Wenn das wahr ist, dann lass dich nicht irritieren, wenn du den Film 2012 siehst. Der zeigt, dass die Erde zerstört wird. Sie zeigen nur Teile der Maya-Prophezeiung. Erinnere dich an dieses und erinnere dich daran, dass das, was kommt, schön und heilig ist. Es ist etwas, das es zu feiern gilt und für das wir dankbar sein können. Don't worry, be happy. Das ist bestimmt die beste Annäherung an diese Zeit. Atme von deinem Herzen aus. Das Leben ist nicht das, was es zu sein scheint. Es ist nicht einmal annähernd das, was unsere Eltern glaubten, dass es wahr sei. Wir leben in einem Traum, den unser Verstand in das hineinkristallisiert, was wir Realität nennen. Du wirst bald einen Teil von dir kennenlernen, der so alt ist, dass er jenseits von den Sternen und Planeten als fixe Welten reicht. Sie sind auch nur ein Traum. Wie beim Erwachen nach einem Traum realisierst du, dass es nichts als Licht ist oder noch besser, nichts als reines Bewusstsein. Es ist Zeit für dich, dich zu erinnern, wer du wirklich bist, was weit jenseits von einem normalen Menschsein ist. In Lakesh. Nach den Forschungen eines Teams von internationalen Wissenschaftlern geht im Universum etwas sehr Merkwürdiges vor.
Die Autoren haben in der Zeitschrift The Astrophysical Journal Letters ihre Studie veröffentlicht und behaupten, dass etwas im Universum falsch läuft. So wie es scheint, fehlt dort eine außergewöhnliche Menge an ultraviolettem Licht. Die Experten wissen nicht, woher fast 80% des Lichts im Universum stammt. Die Daten der Spektrographen am Hubble-Weltraumteleskop haben offenbar gezeigt, dass die Gas- bzw. Wasserstofffäden, die eine Brücke zu den einzelnen Galaxien bilden, an Leuchtkraft verloren haben. Eine Erklärung könnte sein, dass das Licht weitaus mehr entweichen kann, als bislang angenommen, so die Studie. Die Astronomen waren erstaunt, nachdem sie mehr Wasserstoffionen entdeckten, als bei den sogenannten Quasaren. Woher das zusätzliche energetische Licht kommen könnte, das den Anteil an ionisiertem Wasserstoffgas im intergalaktischen Raum auf den beobachteten Wert treibt, bleibt vorerst offen. Die Differenz zwischen dem, was sie an einem Supercomputer berechnet haben und was aufgezeichnet wurde, beträgt unglaubliche 400%. Studien-Co-Autor David Weinberg von der Ohio State University erklärte: Das Gute an der Diskrepanz von 400% ist, dass man jetzt weiß, dass etwas wirklich falsch ist und nicht stimmt. Die Astrophysikerin Juna Kollmeyer von den Observatories of the Carnegie Institution of Washington sagte: Es ist so, als wärst du in einem großen, hell erleuchteten Raum und wenn du dich umschaust, siehst du nur ein paar 40 Watt Glühbirnen. Seltsamerweise erscheint dieses Licht nur im nahen untersuchten Kosmos, weil sich die Teleskope auf die Milliarden von Lichtjahre entfernten Galaxien fokussieren und somit Milliarden von Jahren in die Vergangenheit sehen. Jedoch macht die Menge an ultraviolettem Licht im nahen Universum keinen Sinn. Kollmeyer sagte, dass die fehlenden Photonen nicht von Galaxien oder Quasaren stammen, sondern von einer unbekannten, fremden Quelle. Vielleicht erzeugt die dunkle Materie dieses zusätzliche Licht. Bislang fanden die Wissenschaftler keine Erklärung für diese große Menge an Lichtenergie. Jedoch war es für die alten Mayas der Beginn des galaktischen Morgens. Sie sagten, dass eine Energie, die sie Hunab-Ku nannten, aus dem Zentrum der Galaxie kommt, die große Veränderung hervorbringen würde. Zur Erinnerung: Nachdem man sich mit dem Vermächtnis der Mayas auseinandergesetzt hat, staunte die ganze Welt über das mathematische, physikalische und astronomische Wissen dieses Volkes, deren Kalender perfekt mit der Sonne, dem Mond und der Erde synchronisiert war und genauer ist als die, die wir heute benutzen. Kaum einer hat das Äquinoktikum, die Tag- und Nachtgleiche, so präzise bestimmen können wie die Mayas. Nach dem Maya-Kalender dauert es fast 26.000 Jahre, bis die Erdachse einen kompletten Kreis vollzogen hat. Dieser Zyklus wird auch als platonisches Jahr bezeichnet. Die Mayas unterteilten die Zeit in zwei: die Nacht, wenn wir weit vom Zentrum der Galaxie entfernt und von Dunkelheit erfüllt sind und vergessen, wer wir sind und woher wir abstammen, und den Tag, wenn wir uns dem Zentrum der Galaxie annähern und uns beginnen zu erinnern. Im Moment befinden wir uns in einem Abschnitt, den die Mayas als Zeit ohne Zeit nannten, eine Ära, in der alles verwirrend ist, wo viele Lügen aufgedeckt werden. Man glaubt, dass sie im Jahr 2025 enden wird, mit Beginn eines neuen galaktischen Tages und mit einer neuen Frequenz. Gemäß der modernen Wissenschaft ist alles, was uns umgibt, Energie. Licht ist Energie und im Prinzip ist alles Licht. In der toltekischen Tradition wird die vom Licht transportierte Information stilles Wissen genannt und in unserer DNA gespeichert, was das Erwachen der Menschheit beschleunigt. Ein Prozess, der 200 Jahre andauern wird. Als die Wissenschaftler sich fragten, woher das ganze Licht kommt, hätten die Mayas und die Tolteken vielleicht die Antwort gehabt, dass es von Hunab-Ku oder dem Zentrum der Galaxie kommt. Wäre es möglich, dass wir uns dem annähern, was die alten Völker als den galaktischen Tag kannten?